Ja, schönen guten Abend, liebe Freundinnen, liebe Freunde, Damen und Herren. Das ist echt toll und echt voll hier. Ich wollte in diesem Zusammenhang nochmal darauf hinweisen, man kann auch draußen auf diesem schönen Schäfchentreppchen sitzen und das in Ruhe und so ein bisschen chillend genießen. Also insofern diejenigen, die vielleicht doch draußen zugucken wollen, bitte. Für die Fragen und die Diskussion können Sie dann gerne wieder reinkommen. Das als Angebot. Als zweites wollte ich darauf hinweisen, dass wir einen Hashtag Populismus für Anfänger haben für diese Veranstaltung. Also alle, die twittern wollen, seid herzlich eingeladen, das zu benutzen. Und jetzt schon das Pflichtprogramm, eine Ankündigung, es gibt draußen so Fragebögen. Das heißt, wenn diese Veranstaltung richtig scheiße war, dann können Sie oder könnt ihr an entsprechenden Stellen Ihre Kreuzchen machen. Und dann werden wir davon auf diese Art und Weise erfahren, wenn es vorher schon noch nicht kundgetan worden ist auf andere Weise. Also Evolutionsbögen sind draußen. Herzlich willkommen. Ein heißes Thema. Ein Thema, über alle reden, und wir wollten auch dieses Thema angehen. Und wir hatten Glück, denn es gibt ein Buch, was die beiden Gäste rechts von mir verfasst haben. Ein Buch, was fast schon wie eine Aufforderung sich anhört. Populismus für Anfänger, Anleitung zu Volksverführung. Und wir dachten, warum machen wir nicht eine Veranstaltung, wo wir mal selber lernen, wie kann man Populist werden oder eine Populistin. Später reden wir vielleicht doch auch darüber, wie kann man auch zu einem effektiven oder einer effektiven Antipopulistin werden, denn das ist eigentlich die Frage, die ich mir in letzter Zeit hier immer wieder stelle. Auch darüber natürlich werden wir sprechen. Ich wollte kurz meine Gäste vorstellen. Ich fange an zu meiner Rechten. Das ist Nina Horacek aus Österreich, eine bekannte Journalistin. Sie schreibt für die Wiener Stadtzeitung Falter und ist bekannt als eine renommierte Kennerin der Populistenszene, hat viel Untersuchungen auch gemacht zu Jörg Haider, zu Heinz-Christian Strache. Also sie kennt sich aus und ist eben Co-Autorin des Buches, über das wir heute reden. Zu ihrer Rechten ist Professor Walter Oetsch. Er ist eigentlich vom Hause aus Volkswirtschaft. Wirtschaftler, ist zurzeit aber ein Professor für Ökonomie und Kulturgeschichte an der Hochschule Cusanus, das an der Mosel. Da müssen wir vielleicht mal bei Gelegenheit uns aufklären, was das mit sich hat bei dieser Hochschule. Und er ist nach vielen Jahren an verschiedenen Universitäten, schreibt auch zu diesen wichtigen Themen, also zum Beispiel zum Phänomen Jörg Haider, das ist sozusagen eine Art Standardwerk zur Demagogie des österreichischen Rechtspopulismus geworden, und eben dann haben sich die beiden zusammengetan und das Buch geschrieben. Das Buch ist übrigens hier, ich weiß nicht, ob man es auch hier erwerben kann oder... Wir haben leider nur ein paar mit im Handgepäck, aber die verkaufen wir gerne. Okay, Ende der Werbepause. Und zu meiner Linken ist Annette Kahane, für die Berlinerinnen, Berliner, aber auch sonst für deutsches Publikum absolut bekannt. Sie ist Vorsitzende des Vorstands der Amadeo-Antonio-Stiftung, die sie 1998 gegründet hat. Sie war schon zu DDR-Zeiten oder sozusagen Ende der DDR-Zeit aktiv im Bereich Integration, Migration, war auch, glaube ich, Integrationsbeauftragter der Stadt Berlin, Ostberlin, war das richtig? Damals hieß es noch Ausländerbeauftragte, ja. Blöd. Und hat dann eben diese RAA e.V. gegründet, schon 1991. Da ging es darum, was machen wir eigentlich mit dem Osten? Also das, was uns allen jetzt auf die Füße gefallen ist, ist vielleicht auch ein Verdienst oder Versäumnis von Frau Kahane. Genau.
Jedenfalls kennen Sie sich sehr gut aus, weil Sie sich schon sehr lange damit beschäftigen. Wir haben die Autoren des Buches gebeten, dass wir das so machen. Professor Oetsch wird uns jetzt so eine Viertelstunde erklären und erzählen, denn wir haben ja das Buch nicht alle gelesen, worum es im Buch eigentlich geht. Ich weiß, da geht es um irgendwie 70 Regeln, die man befolgen muss, damit man erfolgreicher Populist wird. Das wird uns dann erklärt und Frau Horacek wird dann das so ein bisschen vertiefen, was das bedeutet für unseren politischen Alltag. Und danach kommentiert Annette, dann diskutieren wir und diskutieren hier auf der Bühne oder auf dem Podium und dann natürlich mit Ihnen, mit euch allen zusammen. Denn es gibt einiges zu besprechen. Aber erst einmal, Professor Oetsch, Sie haben das Wort. Der Befund ist bekannt, also danke für die Einladung. Die Österreicher und die Deutschen haben ja vieles gemeinsam. Das Problem ist ja nur, dass wir eine unterschiedliche Sprache sprechen. Also ich werde mich sehr bemühen und ich hoffe, dass Sie mich verstehen. Trump, also das kennen Sie alles, dann auch die Wahlen, zuletzt bei Ihnen und jetzt die neue Situation in Österreich, die vielen einen ziemlichen Schrecken einjagt, inklusive der Tatsache, dass die Grünen in Österreich jetzt aus dem Parlament hinausgeflogen sind. Ich beginne gleich mit der Frage. Die Frage ist, wie kann man mit diesem Phänomen umgehen? Diese Frage hat für mich zwei Seiten oder zwei Pole. Der eine Pol ist sehr, sehr leicht. Und zwar, das ist der Hauptthema unseres Buches, was ist der Kern des Rechtspopulismus? Ich möchte Ihnen ein ganz, ganz einfaches Modell präsentieren. Und das Modell ist die Gründung, das ist die Grundidee und an dem haben wir dann alle sechs Kapitel um das Buch präsentiert. Das ist einfach. Das heißt, es geht um ein Bild der Gesellschaft, das werde ich Ihnen gleich präsentieren. Der andere Pol, die andere Seite des Umganges ist ungeheuer komplex. Es geht die Frage um das Anwachsen nicht nur in Deutschland, sondern in vielen, vielen reichen Ländern. Das heißt, hier sind wir bei all diesen Fragen, wie hat sich die Wirtschaft verändert, wie hat sich die Politik verändert, wie hat sich die Gesellschaft verändert. Das heißt, hier sind wir in dem ganzen grundlegenden Bereich, was heißt es, Politik zu machen. Und das ist eine komplexe Sache. Und natürlich liegt ein Teil und vielleicht auch der wichtigste Teil der Antwort liegt auf dieser Ebene. Ich beginne mit einem ganz kurzen Zitat. Das war die Inaugurationsrede von Donald Trump. Und er macht in dieser Rede, redet er immer von dem Volk. Es ist eine Herrschaft für das Volk. Und dieses Volk wird gegenübergestellt Washington D.C., eine kleine Gruppe, eine politische Elite. Und das ist jetzt die Grundidee. Und aufgrund von dieser Grundidee gibt es dann zum Beispiel Cass Matt, einer der prominentesten Autoren auf diesem Feld, folgende Definition. Populismus definiert als eine Ideologie, die letztlich die Gesellschaft so denkt, dass sie in zwei homogene, gleichartige und antagonistische Gruppen gespalten ist. Auf der einen Seite das Volk, die wahren Leute, die richtigen Österreicher, der richtige Deutsche und auf der anderen Seite die korrupte Elite und die argumentiert, dass man die Politik auffassen soll als den Ausdruck eines Willen des Volkes. Das heißt, die zentralen Begriffe sind Elite versus Volk. Die zentralen Begriffe sind Volkswille, es gibt einen Willen des Volkes und dann daran anknüpfend einen Volksführer. Und unser Ansatz in dem Buch war jetzt folgender, wir nehmen diese kognitive Idee und sagen, hinter dieser kognitiven Idee liegt ein Bild. Das hat jetzt eine Theorie, das Theoretische haben wir in den Fußnoten verbannt, es ist unser Anspruch war, eine Art von Aufklärung zu machen, es sehr einfach zu schreiben, aber es hat natürlich auch einen theoretischen Tiefgang, aber das ist in den Fußnoten. Und das nur kurz angedeutet. Unser Ansatz ist der,
dass wir sagen, Sprache basiert auf Denken, Denken basiert auf innere Bilder. Es geht um soziale Vorstellungen. Und hier gibt es ganz interessantes Modell, das soziale Panorama-Modell von Lukas Derks, eine wunderbare Idee, die behauptet, wenn wir über Soziales, über gesellschaftliche Phänomene reden, dann sind bei uns im Hintergrund Bilder. Die Grundidee ist die, ein Baby lernt vermutlich sehr, sehr schnell, ein generalisiertes Bild der Mutter abzuspeichern. Und wenn die Mama mit Make-up vom Friseur in einen neuen Outfit kommt, hat das Baby keinerlei Problem, die Mutter als Mutter zu erkennen. Das ist die Grundidee. Das heißt, es speichert sich innerlich ein Bild ab. Das ist das Erste. Und dann entstehen sehr, sehr komplexe Landschaften. In einem psychologischen Setting und in einem therapeutischen Setting kann man diese Landschaften abrufen. Ich bin auch Kommunikationstrainer und habe diesen Abruf dieser Bilder mit hunderten, tausend Leuten gemacht. Also es gibt sozusagen auch ein Know-how im Hintergrund, wie man das konkret macht. Das auf den Rechtspopulismus hat folgende These, das ist unser Ansatz. Der Kern ist ein bestimmtes Bild der Gesellschaft, eine andere Art des Denkens, des Vorstellungsvermögens und nicht nur der Inhalte. Es geht primär nicht um die Inhalte, sondern es geht um ein Bild der Gesellschaft. Dieses Bild kann man aus Sprache, Programmen und Aktionen ableiten. Das nennen wir Demagogie. Das heißt, Populismus ist für uns der Aufhänger, weil das geläufig ist. Darum nennen wir auch das Buch so. Im Text reden wir dann über Demagogie. Und Demagogie könnten wir jetzt so definieren. Es ist Volksführung, Volksverführung mittels der Kategorie, mittels des Bildes des Volkes. Das ist die Grundidee. Das Bild, um das es geht, ist relativ einfach. Das kann man schnell vermitteln. Es geht um die Vorstellung, die gesamte Gesellschaft besteht nur aus zwei Gruppen, zwei homogenen Gruppen. Es gibt die Wir, das Volk, die anderen, zum Beispiel die Elite. Es gibt nur die beiden. Es gibt nichts anderes. Es gibt eine große Diskrepanz. Diese beiden Gruppen sind in einem Kampf auf Leben und Tod. Das ist die Grundidee in unserem Buch. Und das ziehen wir heute dann durch diese ganzen Kapitel durch. Das heißt, wenn man das verstehen will, muss man über das nachdenken. Auf der einen Seite wir oder die wir und auf der anderen Seite die anderen. Das ist erstens einmal ein völlig normales Bild im Alltag. Wir Männer und die Frauen. Wir Wiener und die Berliner. Und so weiter. Das heißt, wir brauchen für die soziale Seite unserer Identität einen binären Code. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wie weit diese beiden Gruppen voneinander entfernt sind. Und wenn ein großer Abstand und eine radikale Trennung gemacht wird, dann nimmt man das Demagogie. Und das ist jetzt eine graduelle Idee. Das heißt, jetzt haben wir sozusagen eine Denkvorlage und auf der einen Seite sind harmlose Varianten, und am Schluss sind Varianten im Nationalsozialismus, wo man halt dann Millionen Menschen aufgrund ihrer Rasse oder aufgrund ihrer Hautfarbe oder aufgrund von anderen körperlichen Merkmalen gewissenslos töten kann. Das heißt, das ist eine graduelle Idee. Und ein ganz wichtiger Punkt zum Verstehen für uns ist auch, dass in diesem Denken Eskalationsspiralen systematisch enthalten sind. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und diese Spiralen sind vorhersehbar. Also man kann quasi die nächsten Schritte erahnen, in einer gewissen Weise, was passieren könnte. Das heißt, es gibt jetzt diese beiden Gruppen und jetzt überlagern sich drei Diskurse und diese Diskurse kann man an den Texten, an den Aktionen von Demagogen sehr, sehr rein, in einer ungeheuren Reinheit extrahieren. Ich habe zum Beispiel einen Studenten gehabt, der hat Reden von H.C. Strache, also der Führer der Freiheitlichen Partei Österreichs, analysiert. Und dann sieht man diese Diskurse in einer ungeheuren Reihenform. Es geht um drei Diskurse. Es geht um einen Moraldiskurs. Wir sind die Guten und da drüben sind die Bösen. Wir sind immer gut und die sind immer böse. Es geht um einen Wahrheitsdiskurs. Bei uns ist die Wahrheit gepachtet, da drüben ist Fake News. Und es geht um einen Opferdiskurs. Wir sind immer die Opfer und da drüben sind immer die Täter. Das heißt, es ist ein binärer Code.
Und in dieser binäre Code kann sehr, sehr rein extrahiert werden. Die Grundbeziehung ist eine Gefühlsbeziehung, die anderen sind Bedrohung, wir haben Angst vor ihnen, Probleme kommen von den anderen, sie bedrohen uns, wir haben Angst und wir beschützen uns. Das ist die Grundidee. Und wenn man jetzt diesen binären Code, dieses duale Bild klar hat, dann kann man dann solche Kataloge machen, man kann sagen, welche Begriffe werden hier verwendet und wie werden immer Kennzeichen für die eine Seite und für die andere Seite. Und das kann man jetzt für die einzelnen Länder machen. Wir haben ja in unserem Buch von Trump bis diesen ganzen großen Raum über Europa bis Orban und Kaczynski, das waren unsere Akteure. Und Erdogan auch ein bisschen, nicht sehr viel, aber auch, dass wir das andeuten, dass es hat sozusagen auch nicht jetzt mit dieser Art von rechten Positionierung wie in Mitteleuropa oder wie bei uns zu tun. Also wir können auf solche Sachen, Gutmenschen sind Menschen, die, das ist der Kampfbegriff, das sind Menschen, die nur vorgeben, moralisch zu sein und eigentlich sind sie nicht moralisch. Ein interessanter Punkt ist zum Beispiel, möchte Ihnen das zeigen, ist die Bildsprache der FPÖ. Die Bildsprache der FPÖ ist, wenn man, das ist seit 25 Jahren in Österreich, macht es immer die gleiche Person. In meiner Empfindung sind es die wirkungsvollsten Plakate, die es gibt. Die AfD kann hier noch einiges lernen. Das auf verschiedenen Ebenen, und das ist alles vorhersehbar, was sie lernen kann oder wird vermutlich. Wenn man sich das anschaut, was ist das Gliederungselement dieser Plakate? Das Gliederungselement ist wir gegen die. Das heißt, es ist ein sehr, sehr starker Befund. Das Bild der Gesellschaft wird in der Verdichtung im Plakat plakatiert. Ganz wichtig ist, und ich denke, das ist alles eine Selbstverständlichkeit, ist, diese Gruppen gibt es nicht. Es gibt eine bunte Bevölkerung, aber es gibt nicht das Volk. Wer soll das sein? Ich bin sicher nicht dabei, weil ich bin der Volksschädling. Was machen Demagogen? Sie machen Folgendes. Sie brauchen eine Lage, und da geht es dann um die realen Befunde, bei der in der Bevölkerung Ängste, Sorgen, Befürchtungen sind. Das können reale, lebensgeschichtliche sein, sozioökonomische Gründe sein. Es kann natürlich auch sein, dass das medial vermittelt wird, wie zum Beispiel die Terrorangst, die ja in hohem Maße irrational ist. Das wird angesprochen. Damit werden auch manchmal Personen in den politischen Prozess integriert, die ansonsten nicht sich aus dem politischen Prozess verabschiedet haben. Manchmal steigt auch die Wahlbeteiligung, wenn Rechtspopulisten oder wenn Populisten stark agieren. Das muss angeheizt werden. Es geht um Lenkung, es geht um Anheizung von Ängsten. Das wird umgeleitet in das Weltbild. Und dann werden Verheißungen verkündet, die natürlich nicht einzuhalten sind. Und die Krise ist immer, wenn diese Parteien an die Macht kommen oder in die Regierungsverantwortung. In Österreich haben wir das ja schon einmal gehabt. Die Regierung hat 1,5 Jahre gedauert und 2,5 Jahre später hat sich dann die FPÖ getrennt in 2 Parteien. Damit sind wir schon beim Umgang. Der leichte Umgang und der Umgang, der sich auf dieses einfache Gesellschaftsbild bezieht, und das ist es, warum wir diese Muster beschrieben haben, heißt, auf eine Metaebene zu betreten und in der Auseinandersetzung, in der medialen, in der persönlichen, in der politischen Auseinandersetzung mit diesen Personen immer eine Debatte über die Art der Kommunikation, das heißt praktisch eine Ebene höher, über die Art, wie hier eigenartig kommuniziert wird, darüber Aufklärung zu geben. Das heißt, und das ist die Grundidee, das ist unsere Anleitung, wir beschreiben 70 Muster, das sind meistens kommunikative Muster, machen Sie das, das heißt, die Fiktion, die wir eingehen, wie werden wir die Coaches werden, natürlich missversteht es niemand, wie es gemeint wird und die Einleitung ist, wenn Berichterstattung, Denken, immer diese Muster klar zu haben oder wenn man diese Muster weiß, dann kann man zum Beispiel wie Bingo, kann man Strichliste machen. Und wenn man sehr gute Leute hat, wie zum Beispiel voriges Jahr im Präsidentschaftswahlkampf
Hofer gegen Van der Bellen, dann kann man so immer die Strichliste machen und kann man genau sagen, was er alles tut. Zum Beispiel dieses Bild erklären. Ich denke, das kann man sehr, sehr einfach erklären und auch den Unsinn erklären. Das heißt, klar geben, dass es hier eigentlich nicht mehr um Sachpolitik geht, weil es immer um Kampf von Personen und Gruppen ist. Jeder kann sofort anfangen, er braucht kein Sachwissen. Ich kann sofort anfangen, Argumente und Fakten sind belanglos. Ich habe im Jahr 2000 ein Buch geschrieben über Haider und da war meine Grundidee, immer wenn die FPÖ eine Zahl nennt, ist sie falsch. Das hat zwar nicht gestimmt, aber in 90% der Stimmen hat es gestimmt. Also es hat diese Schall und Rauch, ich bin irgendwo anders. Inhalte spielen keine Rolle, übertriebene Einzelbeispiele und die Kritiker sind augenblicklich die Feinde. Das ist wie die Boulevardpresse dann die drei Richter beurteilt hat, am Titelblatt, die gesagt haben, Brexit muss noch einmal durch das englische Parlament, das kann ja eigentlich nicht so gemacht werden. Andere Muster sind immer Angriff, Verschwörungen propagieren. Ganz wichtig ist, dieses Denken ist ein Verschwörungsdenken. Das ist ein Verschwörungsdenken, letztlich geht es irgendwie so um eine Weltverschwörung, die Opferrolle. Und das ist zum Beispiel im medialen Diskurs, es ist immer die gleiche Schleife. Und das hat die AfD zum Beispiel jetzt im Wahlkampf hervorragend präsentiert. Die Schleife geht so, man macht eine kalkulierte Provokation in emotionaler Sprache. Diese Sachen werden designed, die werden vorher geübt. Im Jahre 2000 habe ich die Übungstruppe gekannt, die Sprüche für Haider designed hat. Das wird mit Trainer trainiert, dann damit das schön kommt. Die Leute sollen toben, die Medien machen einen Aufschrei, alle Gutmenschen müssen sozusagen ihr Sprüchlein dazu geben, es gibt ungeheure Welle von Proteste, dann macht man mehrdeutige Demente in sachliche Sprache, dann macht man Demente vom Demente und wenn das Ganze abgehebt wird, nach 5 Tagen kommt die nächste Welle. Und jeder, der hier mitmacht, befördert ohne einen Meta-Kommentar, auch die Gutmenschen, die wütend protestieren, alle fühlen sich bemüßigt, zum letzten Spruch sozusagen ihren Spruch beizustellen, betreiben letztlich das Geschäft einer medialen Aufmerksamkeit, weil die Medien immer nur auf ganz, ganz wenige Themen pro Tag konzentriert sind. Was man nicht tun sollte ist, und das haben wir auch im Buch im letzten Kapitel kurz geschrieben, man sollte diese Leute nicht in ihren kommunikativen Fähigkeiten unterschätzen. Das ist Hightech von Kommunikation. Den Herrn Hofer, den ich sehr gut analysiert habe letztes Jahr, ist für mich einer der besttrainiertesten Leute, die ich jemals im Fernsehen gesehen habe. Als Kommunikationstrainer kann ich immer nur Bravo schreien, was der gemacht hat. Unglaublich, wie er die Sätze umdreht, wie er Umdeutungen macht, wie er die Opferkarte spielt und in 3 Sätzen später wieder im Angriff ist. Das ist alles wunderbar. Das hat er 10 Jahre geübt. Also echt brillant, brillant. Und das ist ein Teil seiner Wirkung. Nicht, was man auch nicht soll, die Demagogen dämonisieren. Wir, die Guten, retten die Demokratie und da drüben sind die Bösen, die Demokratie verachten. Das ist erstens falsch und zweitens bringt es nichts. Und das große Beispiel, wo das nicht funktioniert ist, war der Wahlkampf von Hillary Clinton gegen Donald Trump. Das funktioniert nicht und es ist grundlegend falsch. Man kann, der österreichische Katholik wird sagen, man kann nicht Teufel mit Beelzebub austreiben. Die Wähler verteufeln geht auch nicht, dass man sagt, die sind alle Nazis, die sind alle Idioten oder so, das ist Unsinn. Eliten unkritisch verteidigen, das bringt auch nichts. Jetzt bin ich nur mal ganz kurz, warum haben die so einen Zuspruch? Jetzt, das ist natürlich jetzt die schwierige Frage. Die schwierige Frage, was ist kulturell passiert, was ist ökonomisch passiert, was ist sozial passiert. Ich lasse das jetzt alles weg. Wie haben sich die Medien in Wirklichkeit, darüber kann Nina Horacek viel erzählen. Das heißt, ein Teil von diesem Erfolg ist auch zum Beispiel in Österreich, sich eine mediale Parallelwelt geschaffen zu haben, auch mit, wo man viele Dinge macht, die dann zum Beispiel in Fernsehen, in der Presse überhaupt nicht mehr kommentiert werden, aber die natürlich auch ganz eine große Wirkung entfalten. Der letzte Gedanke, und dann höre ich auf, wenn man mich fragt, und ich habe jetzt 1 Minute Zeit, darüber zu reden, was sind die Ursachen, dann würde ich folgenden Katalog von Ursachen vorschlagen. Ich würde sagen, erstens,
geht es um langfristige Trends, Trends, die in einer gewissen Weise eine Wut von unten fördern. Das heißt, wir müssten jetzt sagen, wie haben sich Parameter in der Wirtschaft verändert, wie haben sich Lebenswirklichkeiten am Arbeitsmarkt verändert, wie hat sich die Politik verändert, Stichwort Postdemokratie, wie hat sich die Gesellschaft verändert, und das ist natürlich, da geht es um große Themen. Das heißt, letztlich denke ich, brauchen wir ein Bild der Gesellschaft, in welcher Gesellschaft leben wir. Mein Bild als Ökonom wäre, über eine ökonomisierte Gesellschaft zu reden. Und was bedeutet das alles? Das ist langfristig. Das heißt, mein Bild ist, es gibt langfristig einen Trend, dass die Wut, die Ängste ganz, ganz langsam steigen. Und das ist einer der Hintergründe. Das Zweite würde ich sagen, mittelfristige Ereignisse. Da wird für mich dazugehören die Krise 2008 und 2009. Das heißt, alles, was jetzt passiert, nicht ganz 10 Jahre später, ist für mich ein Reflex auf diese ungelöste Krise 2008, die größte Wirtschaftskrise seit 1945, und dann die sogenannte Eurokrise, Staatsschuldenkrise. Das heißt, die Art, wie auf das reagiert worden ist. Und dann würde ich sagen, die Flüchtlinge 2015 und ganz wichtig Terrorattentate. Über Terrorattentate soll man reden, auch was hier medial inszeniert wird, auch die Art, wie jeder von uns auf das persönlich reagiert oder nicht reagiert. Das, denke ich, das sind immer so kurzfristige Ereignisse, die das dann pushen. Und in manchen Ländern, also zum Beispiel in Frankreich, kann man zeigen, die Terrorattentate, die haben dann Zustimmung zu Le Pen im Dezember 2015 in Paris, die Attentate, die haben dann ist das die Zustimmung ganz, ganz stark gestiegen. Was hat sich in der Politik verändert? Ich würde sagen, dieses ganze Marktdenken, dann dieses Stichwort Krise der Demokratie, ein Punkt, der medial nicht diskutiert wird, den ich in jedem Vortrag erkläre, ich halte viele Vorträge im Augenblick, ist: Die Politik hat die Krise 2008, 2009 nicht erklärt. Und ich denke, das ist ein derart schwerwiegendes Versäumnis. Die Bevölkerung hat jahrelang immer Krise, Krise, Krise gehört. Und das hat sozusagen so dieses Bild geschaffen, die Politik ist handlungsfähig, stimmt ja auch. Und wichtig ist, keine Zukunftsbilder, eine zynische Wahl als Wahl und diese Alternativlosigkeit. Und dazu nur noch ein Bild und dann höre ich auf mit meinem Einstieg. Jahrelang hat es geheißen, es gibt keine Alternative. Und in Deutschland war die Alternative für Deutschland. Und ich denke, das ist ein Hintergrund des Denkens. Und diese Leute inszenieren sich als diese Alternative zu dem anderen. Und das andere nennen sie System. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich mache noch eine kleine Werbedurchsage. Es gibt einen Film, 10 Gespräche gegen Angst, den habe ich heuer im Frühling gemacht, mit 10 Personen, die hervorragende Expertinnen und Expertinnen sind, über die Ursachen. Da aus ganz unterschiedlichen Bereichen sehr kluge Gespräche geführt, und mein Bild über den Rechtspopulismus hat sich aufgrund dieses Films, den kann man sich auch in YouTube anschauen, sehr verändert. Danke für Ihr intensives Zuhören. Danke. Vielen Dank, Herr Professor Oetsch. Das Buch haben Sie ja nicht alleine geschrieben, sondern mit der Kollegin, die jetzt noch ein paar Aspekte weiterentwickelt aus Ihrer Präsentation. Und da wollte ich insbesondere auf 2 Punkte kommen. Einmal das, was Sie ja auch angesprochen haben, die Rolle der Medien. Das ist vielleicht für eine Journalistin auch gut, auch selbstkritisch vielleicht zu hinterfragen. In diesem System, in diesen Schleifen, wie kann man das auch vermeiden? In Österreich insbesondere. Und auch ein österreichspezifisches, sozusagen eine Frage, die spezifisch ist. Im Gegensatz zu uns sind Sie ja schon seit Jahrzehnten mit dem Populismus konfrontiert, aber dieser Populismus wandelt sich ja auch. Ja? Also ist auch nicht statisch. Welche Trends, wie hat sich die FPÖ, nicht nur die Gesellschaft, sondern wie hat sich die Partei auch
verändert aus Ihren Beobachtungen? Ja, von mir auch schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Wir freuen uns immer sehr, wenn wir als Österreicherinnen und Österreicher eingeladen werden nach Deutschland, um sagen, Tipps zu geben. Bei uns hat die FPÖ jetzt gerade 26%. Vielleicht sollten wir Tipps aus Deutschland holen. Aber sagen, zu unserer Ehrenrettung müssen wir auch sagen, sie hatte bei uns länger Zeit als die AfD in Deutschland. Die FPÖ ist eigentlich, auch wenn sie sich immer gibt als moderne Protestpartei, eine Altpartei. 1955 gegründet, hervorgegangen aus dem sogenannten Verband der Unabhängigen. Das war ein Sammelbecken von damals noch Altnazis. Neonazis gab es damals noch keine, es waren noch die, sagen die echten, authentischen. Und die FPÖ hatte auch eine Zeit lang eine liberale Phase. Sie war eine sehr unbedeutende Partei eigentlich, ist immer so bei 5-6% herumgegründelt. Dann kam 1986 Jörg Haider und hat sich an die Spitze geputscht eigentlich und hat dann die Partei radikal umgebaut zu einer damals wirklich eigentlich, muss man sagen, im rechten Spektrum Pionierpartei. Also Haider war auch dann am Cover vom Time Magazine, vom Spiegel, bis nach Deutschland hat man sich gefürchtet vor ihm. Sagen der erste rechte Demagoge, der es zu weltweiter Bekanntheit gebracht hat. Und unter Haider ist die FPÖ massiv aufgestiegen. Also bevor Haider kam, war sie in Gefahr, aus dem Parlament zu fliegen, das, was eben mit den Grünen bei uns passiert ist. Und dann ging es stark bergauf. Wie hat er das gemacht? Eigentlich muss man sagen, er hätte einen Kurs beim Walter Oetsch besuchen können. Eben Spaltung der Gesellschaft. Zum Teil, muss man sagen, hat er auch Sachen angesprochen, die durchaus kritikwürdig waren. Es war einfach so, dass der Proporz, was wir sagen Freundalwirtschaft nennen, auch in Österreich, Freundalwirtschaft, also dass man sich sagen, sehr stark war. Also es gab genug Futter für Leute wie Haider. Also Freundalwirtschaft, also Proporz heißt, dass das Land einfach die beiden großen Parteien, die damals noch große Parteien waren, also die Konservativen und die Sozialdemokratie, haben sich das Land einfach aufgeteilt bis zur Portierloge im Ministerium, wurde nach Rot oder Schwarz besetzt und es gab sehr viel Parteibuchwirtschaft. Das heißt, man hat den Leuten quasi vermittelt, wenn du ein Parteibuch hast, dann kriegst du eine Wohnung im sozialen Wohnbau. Und genauso wie es einfach Privilegien gab, gerade in den Kammern, wo Spitzenfunktionäre einfach Summen verdient haben als Mehrfachfunktionäre, die kaum vorstellbar waren. Also das war das eine. Und das zweite war, was mir noch wichtiger war, ist, dass Haider sehr schnell das Ausländerthema für sich entdeckt hat. Das war das auch damals eine Zeit eines großen Umbruchs, also 89, Fall des Eisernen Vorhangs, unsichere Zeiten, man wusste nicht genau, wie geht es weiter. Man hat sich zwar nicht wohlgefühlt in dem Zwei-Blöcke-System, aber man wusste ungefähr gleich viele Raketen auf beiden Seiten und es ist irgendwie so ein stabiles Gleichgewicht des Grauens. Dann hieß es Ende der Geschichte, keiner wusste, wie es weitergeht. Und da ist der Haider sehr gut geschwommen und hat, und das ist vielleicht auch der Punkt, der interessant ist für Deutschland, weil es auch immer geheißen hat, okay, oder man hört auch in Deutschland jetzt immer wieder, jetzt sind die halt im Bundestag, jetzt sollen die ein bisschen rumspinnen, die werden sich schon entzaubern, das geht alles recht flott. Die FPÖ, also was man da wirklich spürt, ist, die hat nie so viel umsetzen können von ihren eigenen Inhalten wie in der Opposition. Also nehmen wir das Beispiel Migration, Ausländerinnen und sagen, eigentlich muss man Arbeitsmigrantinnen und Migranten als Sündenböcke, die plötzlich verantwortlich gemacht werden für alle Probleme, die es im Land gibt, das kommt von der FPÖ. Und wenn wir uns den Diskurs anschauen in den 90er Jahren, wo Haider groß wurde, wo die FPÖ von zuerst eben wenigen Prozent Einstelligkeit dann gewachsen bis zum Jahr 1999 mit knapp 27%, zweitstärkste Partei vor den Konservativen in Österreich, hat das einfach auch dazu geführt, dass ein durchaus rassistischer Diskurs salonfähig wurde. Und wenn man sich ansieht, was die FPÖ in den 90er Jahren gefordert hat, dann ist das mittlerweile in Österreich Mainstream. Und ich kann mich noch erinnern, da war ich selbst noch Schülerin, im Jahr 1993 hat die FPÖ ein
sogenanntes Anti-Ausländer-Volksbegehren gemacht, wo es eben 8 oder 10 Forderungen gab, von höchstens 30% Kinder mit Migrationshintergrund pro Klasse bis zu allem Möglichen. Damals sind die katholische Kirche, die evangelische Kirche, die Gewerkschaften, die Studentenorganisationen, bis zu den Kinderfreunden und ich weiß nicht wer aller, aufgestanden dagegen, auch die Wirtschaftstreibenden. Und es gab eine Demonstration in Wien, wo ungefähr 250.000 Menschen gemeinsam demonstriert haben für mehr Toleranz und für ein Miteinander und gegen Rassismus. Heute würden sich vielleicht mal 100 Versprengte treffen, wenn man die Forderungen werden jetzt auch von den quasi großen Parteien gestellt. Das Gleiche merken wir auch jetzt. Wir stehen jetzt wieder am Beginn einer neuen Regierungsbeteiligung der FPÖ. Und ich wage zu prophezeien, dass das, was wir im Jahr 2000 erlebt haben, also wo es wirklich einen Tabubruch gegeben hat, wo das erste Mal eine Partei der extremen Rechten in eine Regierung gekommen ist, im In- und Ausland zu massiven Protesten geführt hat. Also in Wien alleine waren die zentralen Straßen im Zentrum wirklich teilweise tagelang gesperrt, weil so viele, vor allem Studierende, aber auch ganz normale Leute unterwegs waren und protestiert haben. Die Regierung musste damals unterirdisch zur Angelobung gehen, weil der Platz vor der Präsidentschaftskanzlei des Bundespräsidenten voll war mit Demonstranten und sie sich nicht getraut haben. Das wird es alles nicht geben. Also das ist auch ein Phänomen, dass man sich einfach, jetzt je mehr die Redezeit bekommen im Parlament, je mehr sie Raum kriegen, das bekannt zu machen, desto stärker ändert sich auch der Diskurs im Land und das Klima im Land. Das ist das eine. Das zweite ist, die zweite Frage ist eben, wie schaut es aus mit den Medien? Das hat ja jeder gehört in Deutschland. Haben wir sie hochgeschrieben, haben wir sie niedergeschrieben, haben wir sie, also die AfD und auch die FPÖ in Österreich sagen immer, die Medien sind so gemein zu ihnen, sie sind so unfair, Lügenpresse, Fake News, das ist das eine. Auf der anderen Seite hört man dann immer als Journalistin, ihr macht sie so wichtig, wo ich mir denke, das ist eigentlich auch nicht die Frage, die wir schon, also natürlich soll man sich die Frage stellen, aber es ist nicht wieder die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten, jemanden hoch oder niederzuschreiben, sondern einfach zu berichten, was ist. Und das auch irgendwie einzugliedern, den Leuten irgendwie Hintergründe klar zu machen oder verständlich zu machen und eine Einordnung zu geben. Was in Österreich war, war, dass zum Teil die Medien natürlich eine Verantwortung hatten am Aufstieg von Jörg Haider. Es gibt da einfach eine gewisse Win-Win-Situation, die wir vor allem im bunten Boulevard gesehen haben. Also ich habe schon gesagt, Haider, der damals so sehr dämonisiert wurde, war aber auch eine Cash-Cow. Das heißt, Medien wussten, wenn sie den aufs Cover knallen, dann verkaufen sie mehr. Das haben sie mit Freuden gemacht. Er wusste es genauso und war bereit, ziemlich weit zu gehen für ein Cover. Also einmal hat er sich bis auf die ganz enge Badehose ausgezogen am Wörthersee und sich so für das Titelblatt der größten Bund, Klatsch oder Boulevard illustrierten Österreichs fotografieren lassen. Das wollen wir von Gauland nicht sehen. Nein, aber ich weiß auch nicht, aber ich mag ihm nicht unterstellen, dass er es macht, aber es wird sich auch in der AfD ein Posterboy finden, immer kurz oder lang, oder auch ein Postergirl. Das ist, glaube ich, auch eines der Probleme, die die AfD noch hat. Also ich würde aus der Erfahrung, die wir haben mit anderen derartigen Bewegungen, sagen, hätte die AfD ihren Messias schon gefunden gehabt vor der Wahl, wäre das Ergebnis wahrscheinlich noch besser ausgegangen. Also sobald diese Parteien oder diese Bewegungen so eine Führungsfigur haben, die recht unbestritten ist, wie zum Beispiel in Österreich der Herr Strache oder vor der Herr Haider oder auch Marine Le Pen, dann schneiden die noch stärker ab. Das Zweite, was man zu den Medien noch sagen kann, und das finde ich auch demokratiepolitisch wirklich problematisch, in Österreich hat die FPÖ, und damit ist sie europaweit bei diesen Bewegungen Pionierin, und ich würde sogar sagen, international können sich da einige was abschauen. Was in den USA Breitbart ist, hatten wir in Österreich schon ganz lang. Also wir haben Online-Magazine, die jetzt nicht offiziell von der FPÖ betrieben werden, die aber eindeutig der FPÖ zuordnenbar sind, also weil das einfach Leute machen, die gleichzeitig auch im FPÖ-Parlamentsclub arbeiten.
die rassistische Propaganda getarnt als Medienberichterstattung, also objektive Medienberichterstattung betreiben, die sehr ausgewählt, einseitig berichten. Die FPÖ hat mittlerweile ein kleines Medienimperium. Die haben einen YouTube-Kanal, wo sie eine eigene Nachrichtensendung machen, eine wöchentliche, die technisch, das muss man lassen, auf einem hohen Niveau ist. Das suggeriert, also schaut aus wie die Tagesschau sozusagen, aber es ist die eine Tagesschau durch die FPÖ-Brille gesehen. Das heißt, das ist jetzt nichts, was wir uns unter kritischem, objektivem Journalismus vorstellen, sondern das ist Parteienpropaganda, toll gemachte Parteienpropaganda. Sie sind auf Facebook führend. Ich glaube, Strache hat mittlerweile irgendwo zwischen 600.000 und 700.000 Facebook-Follower. Das heißt, er kann sagen, sie produzieren ihre eigenen Inhalte, die sie präsentieren als klassische Medieninhalte und haben ihren Kanal, wo sie es einfach mit einem Klick auf eine unglaubliche Zahl an Leute verteilen können. Das in Kombination damit, dass sie kritische, unabhängige Presse und auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskreditieren, führt dazu, dass sie sagen, auf der anderen Seite verlieren die Leute das Vertrauen in die unabhängige Presse und werden gefüttert von ihrer Parteipresse. Und das halte ich für langfristig ein großes Problem. Und das sieht man auch bei der AfD. Also die AfD ist ja im regen Austausch mit der FPÖ, lernt sehr viel, ist sozusagen sind so ein bisschen die Azubis von den Freiheitlichen. Und das sieht man auch bei der Medienstrategie, dass sie da wirklich aufholen. Vielen Dank, Nina Horacek, für diese Analyse und auch für dieses Buch. Ja. Und da sind wir, bevor wir jetzt das nochmal weiter ein bisschen freier diskutieren, da sind wir ja schon in Deutschland. Und in Deutschland sitzt Annette Kahane und beobachtet das alles. Und die Frage, die ich an Sie stellen wollte, Sie hat ja jetzt zugehört, ich hatte das Gefühl, das, was Sie beschreiben in Österreich, das ist wie so ein rasender Zug, das ist wie so ein Sog, ja, was zu Erosion, unvermeidbaren Erosion der demokratischen Kultur, der offenen demokratischen Kultur führt, und dem kann eigentlich keiner widerstehen, denn das läuft auf der Ebene der Hirnströme, ja, das läuft auf der Ebene der Bilder, die fast schon neuralgisch quasi aktiviert werden. Gibt es noch Hoffnung? Was würdest du als Aktivistin, ja, auch eine politisch denkende, politisch agierende Aktivistin sagen, was können wir in Deutschland aus dieser Erfahrung lernen und vielleicht auch etwas anders machen? Gut, dass du fragst. Auch von mir danke für die Einladung. Ich hatte jetzt eben nach eurer beiden Vortrag, habe mir ganz viel mitgeschrieben und erstmal bin ich total dankbar für das Buch. Es ist wirklich sehr genau. Es trifft in den Analysen natürlich in wesentlichen Punkten auch unsere Analysen zu Populismus, wie der funktioniert, wie diese Mechanismen laufen, wie dieses Perpetuum mobile läuft, wie Aufregung, diese ganzen Inszenierungen. Also die Inszenierung des Populismus ist perfekt beschrieben. Jetzt habe ich das gehört und habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich soll das ja kommentieren. Ne? Das wollte ich als erstes sagen, dass wir das alle natürlich auch so als einen sehr großen Gewinn ansehen. Und ich liebe ja dieses Vorgehen zu sagen, wenn wir gefragt wurden, was kann man denn in einer Kommune gegen Rechtsextremismus machen, dann sage ich immer, vielleicht muss man sich überlegen, was man machen kann, damit es schlimmer wird, damit man versteht, was man dagegen tun kann. Also wie macht man eine Stadt richtig braun? Also wie kriegt man das hin, dass die Leute irgendwann am Ende so abgegessen sind, dass sie sagen, okay, jetzt die Alternative oder die NPD, das muss sein.
Und da gibt es ein paar Sachen, die man gut durchsetzen kann, und ein paar Sachen habt ihr davon beschrieben, immer bestimmte Sachen zu wiederholen, Ängste zu schüren, Leute schlecht zu behandeln, Unzufriedenheit zu kanalisieren und so weiter und so fort. Das kann man sich, glaube ich, wenn man sagt, wie wird es schlechter, immer besser vorstellen, als wenn man sagt, wie soll es besser werden. Ja? Und das ist das eine, was ich dazu sagen will. Das andere ist, das, was du eben meintest, ich hatte auch jetzt bei den Vorträgen so ein bisschen das Gefühl, ach du lieber Himmel, das ist ja sozusagen so ein depressives, das wirkt auf mich schon, obwohl ich ja weiß, was man in der Praxis tun kann, schon sehr entmutigend. Ja? Also ich meine, wir wissen genau, von Österreich lernen heißt Ziegen lernen. Das oder, ich habe gehofft, es gibt dann noch eine Positivrunde. Doch, kommt noch. Das kommt noch. Wir haben auch von Österreich, ich habe, als wir vor der Bundestagswahl gesagt haben, no, die AfD könnte eventuell sogar über 15%, und da hat dann ein österreichischer Freund von mir gesagt, das wäre bei uns eine Revolution, ja, das wäre ein Linksruck, wenn in Österreich plötzlich nur noch 15%, also die Freiheitlichen wählen. Insofern bin ich immer sehr froh, wenn wir da Erfahrungen Vorlauf haben. Trotzdem, die Wirkung dieses Vortrags auf mich war ein bisschen fatal. Und zwar, wenn man sich das anguckt, was da an Zentrifugalkräften am Wirken ist und was zerebral sozusagen, wie das zerebral verarbeitet wird, gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als in diesen Strudel reinzufallen. Und das würde ich bestreiten. Es gibt nämlich ein paar Sachen, die, also deswegen würde ich auch ein bisschen vorsichtig sein, die Dinge so darzustellen, wie sie das gemacht haben. Es ist eine perfekte Analyse, aber es ist sozusagen von der Wirkung her wirklich so, dass man sagt, ja, also wenn das so ist, können wir eigentlich jetzt auch ein Bierchen trinken gehen und brauchen uns darüber nicht weiter Gedanken zu machen. Ich habe mir mal aufgeschrieben, welche Sachen nicht genannt wurden. Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die mir aufgefallen sind, die überhaupt nicht wirklich zur Sprache kamen. Das Erste, was mir aufgefallen ist, es kommen gar keine Migranten vor. Also das ganze Thema Einwanderung und die Entwicklung der letzten 20, 25, 30 Jahre in unseren Ländern, also in den Ländern, in denen der Rechtspopulismus jetzt so Fuß fasst, ist ja sozusagen auch, steht auch, muss man auch im Zusammenhang mit Migration sehen. Das heißt also, Migration ist durchaus in vielen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, aber auch in Österreich, glaube ich, gar nicht so schlecht gelaufen. Also es ist ja, gibt ja sehr viele gute Beispiele dafür, wie diese Länder sich verändert haben und in einer relativ, sagen wir mal relativ stabile Einbeziehung migrantischer Gruppierungen, Leute, die jetzt in den Universitäten sind, hier, der da, ja, obwohl die Dolmetscheranlage ist nicht da, nicht an, weil Herr G. versteht nicht Österreichisch, nein, das ist doch Wienerisch. Gut, die haben sich, sind präsent. Also das ganze Thema Einwanderung, sowohl in den Chancen, als auch in den Widerständen, als auch im Versagen. Das ist gar nicht, wird gar nicht wirklich, taucht gar nicht mit auf. Das Zweite, was nicht auftaucht, und das ist gerade interessant bei der Frage von Rechtspopulismus, sowie bei anderen Populismen, mit diesem binären Weltsicht, die Sie wunderbar dargestellt haben, ist das ganze verdammte Thema Antisemitismus. Am Ende ist es immer Soros, Zuckerberg und noch ein paar Leute, die Welt regieren. Und am Ende sind es dann immer die von den Juden gelenkten und manipulierten Amerikaner, die dann wiederum lenken und manipulieren und so weiter und so fort. Am Ende ist es immer das. Und zum Opfer, also die Juden würden sogar ihre eigenen Leute opfern, heißt es da, um sozusagen die Völker zu zersetzen und das nicht alles. Also das Thema Antisemitismus, finde ich, braucht hier auch nochmal einen genaueren Blick. Das Dritte, was meiner Meinung nach fehlt, ist den Einfluss in den europäischen Ländern, den die Geschichte hat. Also Sie haben gesagt, die FPÖ, und das haben wir ja hier bei den Rechtsextremparteien auch, nehmen Bezug auf die Geschichte des Zweiten Weltkrieges und davor.
Und man kann jetzt sagen, was man will. Also selbst wenn wir das in unseren heutigen Tagen, die wir so auf der Straße rumlaufen, nicht so erleben, aber auch die Frage der Verarbeitung von Geschichte spielt eine große Rolle bei den jeweiligen Formen des Populismus, die in den europäischen Ländern zustande kommen. Also wir haben unterschiedliche Arten, mit der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust umzugehen, um hier im deutschsprachigen Raum mal was zu sagen. Da gab es einen wunderbaren Soziologen, der heißt, warte mal, das habe ich mir aufgeschrieben. Ich vergesse das immer. Also kurz, ich kenne keiner. Nein. Wo ist er? Ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich dachte, das finde ich gleich. Aber also es gab einen wunderbaren Soziologen, der hat sozusagen die Verarbeitung des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust in dem deutschsprachigen Raum in drei, im Prinzip drei wesentliche Kategorien unterteilt. Er hat gesagt, die Österreicher haben den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg externalisiert. Da waren es die anderen. Die waren, hatten damit nichts zu tun. In der DDR gab es ja auch noch, die DDR, also die war ja auch ein Teil von Deutschland, wurde das universalisiert, da sagten wir waren alle Opfer und die Faschisten und wir. Also wir waren im Prinzip alle gleich Opfer von den schlimmen Machenschaften des Hitlerfaschismus, mit, wo wirklich nur eigentlich der Kapitalismus von was hatte und sonst niemand. Und in der Bundesrepublik Deutschland ist zumindest der Versuch gemacht worden, das zu internalisieren, zu sagen, wir müssen uns mit unserer lokalen Geschichte, mit unserer Familiengeschichte und mit all diesen Dingen auseinandersetzen. Man kann jetzt darüber streiten, ob das besonders gut gelungen ist, aber zumindest hat man es versucht und das ist ein großer Unterschied zu Österreich und und Ostdeutschland, was ich glaube auch mit den Fragen zu tun hat, die uns jetzt dahin führen, warum es ist in Österreich die FPÖ so stark, die AfD in Ostdeutschland, und was bedeutet das in Westdeutschland, warum sind die da? Also das sind unterschiedliche kulturelle Milieus, aus denen auch das kommt. Und ich glaube, deswegen hat Vergangenheitsfragen, Tradierungen, historische Bilder, auch Erziehungsstile und solche Dinge haben da einen großen Einfluss. Was noch nicht vorkam, neben all dem, ist das ganze Thema Globalisierung. Nun kann man sagen, die Globalisierung findet nicht in Graz irgendwie oder auf dem Dorf in der Steiermark statt und auch nicht in Eberswalde, aber findet eben doch statt. Ja? Und das wissen die Leute und sie wissen es auch gleichzeitig nicht. Es gibt ein Wissen darüber, dass die Welt sich geändert hat, dass Arbeitsplätze, das haben, sehen wir ja bei den Demagogen Trump und seine Freunde. Also in Mexiko stehen die ganzen Fabriken und wir sind alle arbeitslos und die Arbeit wird anders verteilt und Globalisierung ist ganz furchtbar. Und die Linken, die übrigens auch durch, es gibt auch linke Demagogie und es auch gibt linken Populismus. Es ist ja nicht so, dass Populismus und Demagogie etwas, was nur eine politische Richtung betrifft, ist auch da. Die sagen dann ja, also die Globalisierung ist ganz schlecht, es gibt überhaupt gar keinen Grund, Globalisierung gut zu finden und ob jetzt Frauen in Pakistan in den Fabriken in der Lage sind, auch Geld zu verdienen und ihre Familien zu ernähren und dann auch sich als Frauen anders zu verhalten, interessiert uns nicht. Wir gucken nur auf die Schattenseiten der Globalisierung, wenn überhaupt. So, und das spielt auch eine Rolle, die ganze Frage der Rezeption von Globalisierung und welche Folgen das hat, sowohl die schlechten als auch die guten Folgen. Und last but not least, mit der binären Weltsicht, die sich im Populismus so schön zeigt, das ist ja eine wunderbare Sache, finde ich, es ist in unseren modernen Gesellschaften, gerade in Europa, aber auch in Amerika, der Wegfall von binären Systemen, die wir ja hatten, Ost, West, Nord, Süd, Reich, Arm, Klassenkampf, ja, also die Arbeiterklasse und die unterdrückt, also die Kapitalisten und die Arbeiter, also alle diese ganzen binären Denksysteme und Empfindungssysteme, die sich jetzt auflösen, müssen irgendwo andocken. Also die Leute brauchen offenbar auch etwas, wo das dann wieder sich andocken kann, beziehungsweise, und das ist genau die Frage, welche Art von Bildung brauchen wir, um den Leuten beizubringen, dass sie Gleichzeitigkeit, Gleichzeitigkeit, Diversität und Widersprüchlichkeit auszuhalten lernen.
Und jetzt kommen wir zu der Frage, was kann man tun? Selbstverständlich gibt es sowohl auf der europäischen, als auch auf der nationalen, als auch auf der regionalen, als auch auf der kommunalen Ebene immer verschiedene Dinge, die man tun kann, indem man Situationen verbessert, indem man Leute partizipieren lässt, indem man auch Haltungen zeigt. Das gilt sowohl fürs Internet als auch fürs Bildungssystem, ganz wichtig. Das, was man Kleinkindern beibringen sollte in den ersten Jahren, bevor sie in die Schule kommen, ist Ambiguitätstoleranz zu entwickeln, nämlich Unterschiede, Spannung auszuhalten, ohne sofort auszurasten, dass man sagt, ja, die Welt ist nicht so, wie du das jetzt unbedingt sofort haben willst, sondern du musst auch eine gewisse Toleranz entwickeln, Sachen auszuhalten, die nicht so laufen, wie du das willst. Also alle diese Sachen, sie hatten gesagt, kognitive Dissonanz auszuhalten ist schwierig, das sind alles Bildungsziele. Und ich glaube, aus all diesen Dingen, auch die Gestaltung von Globalisierung, auch die Gestaltung von lokaler Demokratie, auch den Druck auf die politischen Parteien zu erhöhen, sich mehr um ländlichen Raum zu kümmern und so weiter, da steckt so viel, Gestaltungsmöglichkeit drin, ja, dass ich stark dafür plädiere, nicht zu sagen, die Weltwirtschaft, der Kapitalismus, die Globalisierung und alles spricht dagegen, dass wir das jemals lösen können. Ich denke, dass wir jetzt in einer Krise sind, die eine Herausforderung für uns sein sollte, uns über neue Wege Gedanken zu machen. Und einige dieser neuen Wege funktionieren ja bereits. Wenn wir sehen, was wir gerade im ökologischen, im migrantischen, im weiß nicht was, in welchen Bereichen verändert haben, auch das braucht eine Weile. Ja? Und auch das ist nicht chancenlos. Und selbst mit dem globalisierten Kapitalismus kann man das hinkriegen. Und ich bin sehr dafür, dass wir das in Angriff nehmen, anstatt uns zu entmutigen. Mhm. Danke. Bitte. Für diesen Optimismus. Wir machen es sehr kurz hier, sozusagen. Wir machen jetzt keine langen Statements, weil wir wollen ja, dass wir das auch öffnen für alle. Aber ich möchte gern fragen, sind die Österreicher blöd? Warum habt ihr oder haben Sie in diesen Jahrzehnten FPÖ einfach machen lassen? Wo sind eure Annette Kahanes? Gab es da nicht diese Vorschläge, die wir jetzt gehört haben? Beziehungsweise warum, wenn es die gab, haben sie nicht gewirkt? Ich drücke mich jetzt vor einer Ja-Nein-Antwort auf die Frage. Ich gebe Ihnen in einigen Punkten recht. Spannend finde ich zum Beispiel das Thema Migration. Sie haben recht. Wir haben also erstens sagen, dass Österreich heute ein Land ist, wie es ist, eines der wohlhabendsten Länder, eines der sichersten Länder, eines der Länder, die immer in jedem Ranking ganz weit oben ist, hat auch sehr viel zu tun, dass sehr viele Leute gekommen sind, geholt wurden auch, wo man dachte, aber die Politik und nicht nur die FPÖ, sondern es ging quer durch. Also Grüne gab es damals noch nicht, deswegen konnten die da nicht mitmachen. Aber alle anderen Parteien haben das eigentlich als Arbeitsmaterial gesehen, das wir holen, weil es billig ist und weil wir es dringend brauchen, damit die Konjunktur nicht abflaut. Und als die FPÖ dann in den 90er Jahren begonnen hat mit diesem Anti-Ausländer-Diskurs, gab es wenig, die sich dem entgegengestellt haben und gesagt haben, wir lassen unsere Gesellschaft nicht spalten, sondern es war oft die Reaktion auch von der Sozialdemokratie zu sagen, ja, da ist ein Problem und alles ist schlimm, aber wir sagen es nicht so grauslich wie die FPÖ, wir sagen es ein bisschen netter. Und das zieht sich bis heute, wo man sich zum Beispiel jetzt im Wahlkampf gesehen hat in Österreich, dass der Wahlsieger am Wahlabend, Sebastian Kurz, mit seiner konservativen Partei einfach große Teile des FPÖ-Programms übernommen hat. Ist ja bei uns jetzt auch so der Fall. Ne? Also CSU übernimmt, alle übernehmen, FDP übernimmt. Ja genau, aber ein Gedanke, der auch noch wichtig ist, wann hat denn das begonnen zum Beispiel in Österreich mit dem Thema Islam? Das hat bei uns 2006 die FPÖ eingeführt, das Riesenwahlkampfthema. Damals haben wir noch alle drüber gelacht, haben gedacht, was Bummerin statt Muezzin. Bummerin ist diese berühmte Glocke im Stephansdom. Dachten wir, wahnsinnig grottenschlecht gereimt. Wir haben kein Problem mit Moslems, sondern das waren irgendwie, also das gab es damals noch nicht so richtig als Thema. Auch nach 9/11 ist das noch nicht so rübergeschwappt nach Österreich. Das kam dann wirklich sagen, mit dieser kontinuierlichen Wiederholung. Und meine persönliche Meinung ist auch, es liegt auch daran, dass natürlich eine gewisse Konkurrenz entstanden ist. Also kaum jemand in Österreich hat sich je Gedanken gemacht über die angebliche Befreiung der Frau,
die bei uns in der Früh die Büros putzt vom Kopftuch, da, ich habe noch nie erlebt, dass irgendwie in den 90er Jahren oder 80er Jahren jemand gesagt hat, die Frau, die unsere Klos putzt, die trägt ein Kopftuch, ein Zeichen Unterdrückung, der müssen wir helfen. Jetzt haben wir muslimische Frauen auch an den Universitäten. Es ist einfach so, dass es da eine neue Generation gibt, die sehr selbstbewusst und zu Recht auch sagt, ich meine, die sind hier geboren, natürlich haben die genau dasselbe Recht und die nehmen sich das auch. Mhm. Und das, glaube ich, hat auch stark dazu geführt, dass es dann gefruchtet hat, weil jetzt geht es dann plötzlich um meinen Job. Ja. Das ist so ein. Und noch ganz kurz, darf ich noch was zum Antisemitismus sagen? Immer. Da gibt es auch eine interessante Änderung in Österreich. Die FPÖ hat sich offiziell nicht nur distanziert vom Antisemitismus, sondern sagt jetzt auch, sie sind die ersten Kämpfer gegen den Antisemitismus. Es gibt immer wieder Ausrutscher, also das passiert, sagen sie, können ihre Reihe nicht ganz dicht halten. Es passiert dauernd, dass irgendwer das dann doch irgendwie nicht schafft, was Antisemitisches zurückzuhalten. Aber die Parole ist, wir reisen nach Israel, das macht die FPÖ in regelmäßigen Abständen, klopft dauernd dort an die Türen und hofft, dass irgendwann mal ein Offizieller mit ihnen redet. Bis jetzt hat das noch keiner gemacht, also auch die Republik Israel ist auf dem Standpunkt, mit der FPÖ gibt es keine diplomatischen Kontakte. Aber die FPÖ hat auch ein, was man heute sagen, Reframing nennt, durchgeführt und zwar haben sie beschlossen, sie sind sogenannte Kulturchristen. Das heißt, man muss nicht in die Kirche gehen, aber man ist gegen die Moslems und ist sagen, der Beschützer des, wir sagen jetzt auch nicht nur Abendland, nicht nur Abendland, christlich-jüdisches Abendland heißt das jetzt. Und ist ein bisschen so frei nach Mao Zedong, der Feind meines Feindes ist mein Freund, auch wenn ich ihn ein bisschen grauslich finde, bös gesagt. Aber sagen, das Bündnis mit Israel als sogenannte letzte Bastion des christlich-jüdischen Abendslands gegen die muslimische Invasion, alles unter Anführungszeichen, aber das ist sagen, der neue Spin der FPÖ. Wahrscheinlich wird die AfD auch bald. Ja. Haben Sie schon, ne? Haben die lernen schnell. AfD hat gleich damit angefangen. Wir waren die Ersten. Ja, natürlich, wie immer. Herr Oetsch, geben Sie Deutschland eine Chance. Also ich meine, ich höre trotzdem immer noch nicht, abgesehen vom umgebrochenen deutschen Optimismus gegenüber dem österreichischen Pessimismus, ich höre noch nicht sozusagen eine Lösung. Was sollen wir jetzt aus Ihrer Erfahrung lernen und anders machen, um es zu vermeiden, dass wir viel schneller wahrscheinlich als Sie eine ähnliche Situation haben? Ich denke, die deutsche Situation ist ja noch viel, viel besser als in Österreich, weil es immer noch Standards für Diskussionen gibt, die auf einem ganz anderen Niveau ablaufen als in Österreich. Das heißt, die Art, wie... Doch, ist es an, aber ein bisschen besser reinsprechen. Die Art, wie zum Beispiel diskutiert wird, was tabuisiert wird, das ist in Deutschland auf einem viel größeren Level, auf einem viel höheren, auch demokratiepolitisch verträglicheren Level als wie in Österreich. Vielleicht möchte ich nur ganz kurz was sagen. Also unsere Idee ist nicht zu entmutigen, wenn ich zum Beispiel sage, die Metaebene anzusprechen. Ich sage ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel junge Leute trainiert am Land, die sich in der Auseinandersetzung mit den lokalen Politikern der FPÖ zu behaupten haben. Und das sind junge, taffe Personen und die gehen zum Beispiel dann in eine Diskussion rein und sagen, also ich bin jetzt in der Position dieses Jugendlichen, der sagt, ich habe gelernt, dass sie in der Schulung gelernt haben, dass sie immer nur persönliche Angriffe machen und keine Sachargumente bringen. Und dann geht die Debatte und nach der Minute 17 sagt er, jetzt haben wir schon 17 Minuten gemacht und Sie haben immer noch keinen persönlichen Angriff gestartet. Was ist denn los? Haben Sie in der Schulung geschlafen? Das heißt, das ist die Idee. Ich bin auf dieser Metaebene und wenn der Angriff kommt, thematisiere ich den Angriff, aber ich gebe inhaltlich keine Auskunft. Wenn ich mich auf Angriffe verteidige, bin ich in einer Schieflage und am Schluss sage ich, okay, schauen Sie, wenn man es Ihnen die Muster anspricht, dann trauen Sie es nicht mehr tun. Das heißt, so eine Double Bind. Das ist die Idee. Die Idee ist, handlungsmächtig zu werden. Und die andere Gedanke, und
Langsamer. Hochdeutsch, okay. Alles. Und der andere Gedanke vielleicht noch, wenn das mit den Bildern verständlich war, dann könnte man sagen, was ist die Wählerschicht sozioökonomisch? Und der ganz einfache Befund ist, oder ein ganz, ganz einfacher Befund ist in vielen Ländern, ist, dass der untere Teil der Mittelschicht, die in den Arbeitsprozess integriert sind, denen es von außen betrachtet relativ gut geht, aber die schlechte Zukunftsbilder haben in Bezug auf ihre Kinder. Das heißt, es geht um Zukunftsbilder. Und wenn ich sage, es gibt keine Alternative, dann macht man sich keine Zukunftsbilder. Und wenn das in der Politik verstanden wird, das heißt, dass wir jetzt bräuchten, das würde ich auch Deutschland wünschen, einen tiefen, einen heftigen, einen intensiven Diskurs um Zukunftsbilder. Das können auch konservative sein, das können fortschrittliche Zukunftsbilder sein, integrative Bilder. Das können die Populisten niemals leisten, weil sie immer in diesen Verschwörungsdenken drinnen sind und ihre Zukunftsbilder, und jetzt komme ich sozusagen zur Geschichte, ihre Zukunftsbilder sind Projektionen, in jedem Land anders. Irgendwo in der Vergangenheit hat es die gute alte Zeit gegeben und die projiziere ich nach vorne, make America great again. Und das ist alles ein fürchterlicher Unsinn. Und wenn das politisch verstanden wird, dann heißt es, wir brauchen einen intensiven Diskurs, auch mit allen diesen Inhalten. Ich stimme allen ihren Inhalten zu. Wir brauchen einen intensiven Zukunftsdiskurs, weil den können die Rechtspopulisten nicht führen. Mhm. Und wenn der passiert ist, dann wird diese ganze Phase wieder vorbei sein. Werden wir konkret. Geben Sie uns ein Zukunftsbild, was wir jetzt propagieren sollen. Ein Zukunftsbild, ich denke, die Grünen machen es ja schon zum Teil. Ein Zukunftsbild einer integrierten Gesellschaft, aber Begriffe dazu, eine Narration dazu. Ein Zukunftsbild, wie man die ökologische Krise... Aber die Leute sagen, wir wollen nicht euer Bild. Also die Grünen sagen, nehmen wir ein grünes Bild. Bunte, inklusive, progressive Gesellschaft. So, und jetzt gibt es ein Drittel des Landes und auch anderswo, wir sollen ja nicht jetzt darauf reiten. Die sagen, wollen wir nicht, sind wir nicht gewöhnt, ihr verändert, ohne uns zu fragen, unser Wesen, so, dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben. Was machen wir mit diesem Bild? Na, ich würde sagen, man müsste auch auf der Ursachenebene zum Beispiel, was überhaupt in Österreich überhaupt nicht thematisiert ist, ist Verschlechterungen in der Arbeitswirklichkeit. Und die sagen, wenn das stimmt, dass das Angstlevel steigt, dann gibt es Ursachen dafür. Und ich würde auch Ihnen insofern widersprechen, es geht nicht um die Ausländer. Es gibt Länder, wo es überhaupt keine Immigranten gibt und wo das Ganze wunderbar funktionieren kann. Das heißt, es geht darum, ein Sündenböcke zu machen. Und Sündenböcke ist unabhängig von Inhalten. Und wenn die Migration gestoppt wird, wenn alle Leute, die hier sind, ausgewiesen werden, ich wünsche mir das nicht, konjunktiv, dann könnte diese Art von Politik, Sündenböcke zu machen, genau in diesem binären Code zu denken, könnte das ganz, ganz ungehindert weitergehen. Das heißt, für mich sind das die Auslöser, aber nicht sozusagen nicht in dem Denken. Ja? Also so hatte ich das nicht gemeint. Ich meinte eher, wie hat Einwanderung Gesellschaften verändert? Ja? Und das, wovor Leute sich fürchten, fürchten sie ganz besonders da, wo es diese Veränderung noch nicht gibt, sondern man sie nur vordenkt. Also wir haben ja zum Beispiel ganz, ganz viel Rassismus in Osteuropa, in Ostdeutschland. Das heißt also, da spielen sozusagen nochmal ein paar kulturelle Visionen nach rückwärts oder nach vorwärts oder zur Seite eine Rolle, die was mit Identität zu tun haben, Angst vor Identitätsverlust, von allen möglichen Sachen und von einer unverdauten Vergangenheit. Das ist für finde ich gerade in Osteuropa immer wieder sichtbar. Und es führt sich ja auch fort. Es führt sich ja in der aktuellen Politik fort, wenn man an Russland oder... verdauen wir. So, wie? Was machen wir damit? Es gibt eine unverdaute Vergangenheit. Ja. Wie verdauen wir sie? Und zwar so schnell, dass das bis zur nächsten Wahl noch... Das schaffen wir nicht.
So schnell kann man das nicht verdauen, aber wir müssen einfach das auf die Agenda immer wieder setzen. Wir können, das ist genau das Problem. Wir haben schon angefangen, sozusagen über eine neue Vision von Gesellschaft zu reden und sie auch schon zu verändern, Zeki. Das ist ja nicht so, dass wir das nicht schon angefangen hätten. Und vieles von dem, was die Leute an Reaktionen zeigen, ist eine Abwehr dagegen, gegen das, was schon da ist. Ja, und wir haben gar keine, sagen wir mal so, eine offene, demokratische Gesellschaft ist für mich erstmal gesetzt alternativlos, um mal diesen Begriff zu nehmen. Also ich würde immer in diese Richtung weiterarbeiten. Und man kann diese Sachen einfach nur versuchen, sozusagen bottom-up immer weiter zu treiben und Erfahrungen zu sammeln und eine Kultur herzustellen, die sozusagen einer demokratischen Kultur näher kommt. Es gibt dazu keine Abkürzung. Und es ist leider so. Das heißt, wir werden versuchen, so schnell zu machen, wie wir gehen, aber wie es geht. Aber diese Art von Wachstumsschmerz ist auch das, was uns, was ein Teil dieses Problems ist. Also ich sehe das zum Beispiel in Ostdeutschland ganz stark. Da verändern sich auch Landwirtschaften. Landwirtschaft ist eine Industrie geworden. Also wie sich der ländliche Raum verändert hat, gerade in den großflächigen industriellen Landwirtschaftsbetrieben. Und wie sozusagen die Landbevölkerung sich verändert. Weil jetzt kommen immer die Leute aus der Großstadt und wollen da wohnen und Dotcom machen und Kunst und sowas. Also da gibt es natürlich auch wieder Konflikte. Aber es wird. Darf ich vielleicht mal, also ich bin ja eher die Handwerkerin. Ganz kurze, konkrete Beispiele zu dieser theoretischen Ebene dazu bringen. Ein Beispiel also aus Oberösterreich, einem großen Bundesland in Österreich. Da war Landtagswahl. Die FPÖ hat massiv dazu gewonnen. Es haben dann Wissenschaftler die Ergebnisse analysiert nach Gemeinde und sind draufgekommen, dass in den Gemeinden, wo es keine Flüchtlinge gegeben hat, die FPÖ noch viel stärker gewonnen hat und dort, wo geflüchtete Menschen untergebracht waren, die Freiheitlichen nicht so gewinnen konnten. Einfach auch, weil man dann die Menschen gesehen hat, weil es nicht mehr eine nicht vorstellbare Bedrohung war, sondern es waren einfach Mann, Frau, Kinder, schauen so aus wie wir, essen auch was, trinken was, sind ganz normale Menschen und wollen uns nicht irgendwie umbringen. Das war schon mal was. Und wenn ein Kontakt besteht zwischen diesen Gruppen, wenn es nicht gelingt, diese zwei Gruppen, wir und die anderen, ganz zu teilen, wenn man einfach dann wenn es da Verbindung gibt, dann ist es schon mal schwieriger, dieses Rezept der Demagogie umzusetzen. Zweites Beispiel, Wien hat im Oktober 2015 den Wiener Landtag neu gewählt. Also für jeden das denkbar schlechteste, Wahltermin. War genau der Zeitpunkt, wo viele hunderttausend geflüchtete Menschen Österreich passiert haben, die versorgt wurden. Und dann haben wir gesagt, danke, weiter nach Deutschland. Es sind aber auch viele geblieben. Und es war eine Phase, wo jede Woche mindestens ein neues Notquartier in Wien eröffnet werden musste. Und es war einfach spürbar, da ist was los. Die Bahnhöfe waren teilweise gesperrt. Und da hat die FPÖ natürlich total gehofft, weil ihr Thema, besser kann man es ja nicht haben als so eine Partei. Und der Wiener Bürgermeister, aber eigentlich waren schon die Umfragen so, dass alle gesagt haben, ja, die Sozialdemokratie ist vorbei, jetzt gehört Strache die Stadt, Bürgermeister Strache und so weiter. Der Wiener Bürgermeister hat dann die Strategie gewählt, sich dem entgegenzustellen und nicht zu sagen, ja, es sind viele Flüchtlinge und das wollen wir weg, aber wir machen es nicht so nett wie die FPÖ, sondern der hat den Wiener Kardinal genommen und ist quasi Hand in Hand in ein Flüchtlingsquartier gegangen, in medialer Begleitung. Und dort haben sie dann Tischfußball gespielt mit den Flüchtlingskindern, haben sich hingestellt und haben gesagt, wir machen keinen Wahlkampf auf Kosten von Menschen, die vor Krieg und Bedrohung geflüchtet sind. Wien ist eine offene Stadt, wir stehen dazu, wir helfen diesen Menschen und wir laden euch alle ein, zeigt, wie gut diese Stadt ist und hat sozusagen ein positives Bild verstärkt. Die FPÖ hat dazu gewonnen, aber nicht so, wie es prognostiziert wurde. Die Sozialdemokratie hat verloren, hat aber klar den ersten Platz behauptet, und zwar mit einem ordentlichen Vorsprung. Da hat man sehen können, man kann dem schon was entgegensetzen. Es ist nicht so, dass man jetzt sagen kann, die haben gewonnen und wir gehen jetzt weinen gemeinsam ins nächste Lokal.
Und drittes Beispiel, auch noch ganz kurz, Bundespräsidentschaftswahlkampf in Österreich 2016. Es sah sehr danach aus, als würde die FPÖ diese Wahl gewinnen, als würde sagen, die FPÖ den sagen, mächtigsten Mann oder die mächtigste Person in unserem Land stellen. Da sind dann unglaublich viele Graswurzelbewegungen entstanden. Da hat sich das ganze Land bewegt. Gerade noch richtig. Es war ja ein Kraftakt. Natürlich war es ein Kraftakt, aber es war auch ein Moment, wo sehr viele Leute gespürt haben, hallo, sondern wenn wir ein offenes Land haben wollen, wenn wir ein solidarisches Land haben wollen, wenn wir ein Land haben wollen, wo nicht die einzelnen Gruppen gegeneinander ausgespielt werden, dann müssen wir auch jetzt irgendwie quasi auf wienerisch sagen, den Hintern heben und was tun dafür. Das ist nicht selbstverständlich. Und das war schon so eine gewisse Politisierung, also wo auch einfach, es ging bis zu Schülern. Ja, eine Mobilisierung. Ja. So, jetzt seid ihr dran, Volksdemokratie, direkte Demokratie, jeder kann sich äußern, bitte respektvoll, wir wissen ja nicht, welche Ansichten jeweils die Leute hier haben, aber das gehört ja auch dazu, dass wir diese Ansichten alle aushalten und alle Fragen beantworten. So, gibt es Meldungen oder seid ihr alle so entmutigt? Bitteschön. Ja, schönen Dank erstmal für den Input. Ich würde gerne einerseits den Punkten von Annette Kahane noch einen dazufügen, nämlich das Geschlechterrollenbild. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und da passt auch wieder das, was Sie gesagt haben, Herr Oetsch, dazu, nämlich die Verteufelung oder Dämonisierung zum Beispiel von denen, die ja die stark geprägt haben, nämlich der Feministinnen. Und was ich bedenklich daran finde, ist, dass dieses auch Feministinnen-Bashing in weite Kreise auch der Gesellschaft hinein gut funktioniert. Also gerade auch von Protagonisten in den Medien, Männern. Und da komme ich auch zu dem Punkt, wo ich gerne nochmal auch von Ihnen was zu hätte. Hier in Deutschland ist ganz stark die Wählergruppe. Also das sind nicht nur die unteren Einkommensschichten, die Angst vor Absturz haben, sondern es sind ganz stark Männer. Und das muss man so platt leider sagen, aber die AfD zum Beispiel gewählt haben. Und insofern, finde ich, müssen wir uns auch damit auseinandersetzen, was bedeutet das eigentlich. Und das hat ja auch was ganz stark mit Familienbildern und der Retraditionalisierung der Familie zu tun. Ja, herzlichen Dank für die wirklich sehr interessanten Dinge, die Sie gesagt haben. Zwei Bemerkungen von mir. Ich glaube, dass man die Entwicklung der AfD in Deutschland einfach unterschätzt hat. Ich denke, dass man halt Anfang der 90er, als die Jugoslawien-Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, natürlich mit Hoyerswerda und an anderen Ereignissen riesige Probleme hatte. Man hatte eine Entwicklung der NPD, die sehr nach vorne lief, eine DVU-Entwicklung, die halt sehr besorgniserregend war. Aber beide konnten sich nicht wirklich durchsetzen. Dann kam die große ökonomische Krise. Anfang des neuen Jahrhunderts mit fast 6 Millionen Arbeitslosen hat sich politisch kaum auf die Ränder ausgewirkt. Und ich glaube, man hat einfach gedacht, okay, wir sind sozusagen immun gegen dieses Thema und hat diesen Aufstieg der AfD nicht rechtzeitig auch bekämpft, was möglicherweise notwendig gewesen wäre, in jedem Falle aber zu spät wahrgenommen. Zum Zweiten glaube ich, ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Österreich, wie aber auch Frankreich ist, dass wir in Deutschland für mein Empfinden eine sehr, sehr starke Trennung der ökonomischen und der politischen Eliten haben. Wir haben halt in Österreich, ich habe mal in Wien zu tun gehabt vor vielen Jahren, ich war entsetzt, wie die Verteilung der Wälder funktioniert. Das geht ja bis in die Großbanken, die Wohnungsbaugesellschaften, bis in die Industrieunternehmen hinein. Das wird ja alles nach Parteiproporz halt wirklich verteilt. Das ist bei uns hier in Deutschland, glaube ich, sicherlich auch in den Teilen so, aber grundsätzlich schon anders. Wir haben Vorstandsvorsitzende, die sich öffentlich für ein bedingungsloses Grundeinkommen aussprechen. Das heißt also, wir haben viele progressive Bereiche, die in der Ökonomie halt einfach da sind. Und
die im Grunde genommen mit dieser AfD halt auch nichts anfangen können, die sie eher als etwas Beschädigendes auch für die ökonomische Entwicklung ansehen. Und das ein ähnliches Problem wie in Österreich haben wir in Frankreich auch. Da haben wir nämlich auch genau diese Elitendurchmischung von Ökonomie und Politik. Vielen Dank. Dann war noch genau. Ja, hi. Ich habe nur ganz kurze Frage an, vor allem an Herrn Oetsch und Frau Horacek, war es richtig? Ja. Ich habe nämlich nicht ganz verstanden. Sie meinten, man darf nicht inhaltlich argumentieren, man muss immer die Metaebene betreten. Und wenn ich jetzt ein rechter Typ bin und sage, ja, es kommen halt auf jeden Fall zu viele Flüchtlinge hierher und die müssen wir alle durchfüttern und die sind alle nicht gebildet, deswegen müssen wir die Grenzen schließen und Leute abschieben. Was sagen Sie denn dann nicht inhaltlich dazu? Also das verstehe ich nicht. Okay, gut, dann hier also die drei Fragen, Gender, Thema, ja, wir haben ein Mikro zu wenig irgendwie hier. Gender-Thema, dann haben wir AfD unterschätzt. Ja, und dann eben diese Metaebene oder Sachargumente. Ich ganz kurz zum Feminismus. Das ist in Österreich genau dasselbe. Also die FPÖ ist eine Männerpartei, wird vor allem von Männern gewählt. Also wenn in Österreich nur die Frauen wahlberechtigt werden, hätten wir haushoch rot-grün. Sie sehen, es ist nicht so. Und es stimmt, dass Feminismus oder Gleichberechtigung einfach wirklich sagen über jetzt mittlerweile, muss man leider sagen, Jahrzehnte diskreditiert wurde. Bei der FPÖ geht das so weit, dass sie auch bei Gender Mainstreaming sieht als Verschwörung der EU-Elite, um quasi die echten Männer abzuschaffen. Und ja, ja. Sie sagen, es gibt dann nur mehr Menschinnen. Es soll keine Männer mehr geben. Und die FPÖ ist auch so, sich nicht so blöd. Es gibt zum Beispiel in Wien einen Kindergarten mit Genderschwerpunkt und da hat dann die FPÖ behauptet, in diesem Kindergarten würden die Buben dazu gezwungen, sich die Fingernägel anzumalen und die Mädchen würden quasi drin bestärkt, die Buben immer zu zwicken. Also, und es schwingt immer mit dieses Bild der unter Anführungszeichen Frustrierten im Manze, die quasi es nicht aushält, dass es so echte Kerle gibt. Ja, das ist so ein klassisches. Aber sind immer wir schuld, dass Sie so einen Blödsinn reden? Also ich bin nicht für alles verantwortlich. Nein, aber es kann ja auch nicht sein, dass nur die anderen es sind. Nein. Ja, irgendetwas müssen wir ja auch machen können. Nein, ich denke, der Punkt ist einfach, vielleicht sollten wir, also jetzt rede ich wir, ich bin ja keine Politikerin, aber mein Gefühl ist, dass man gewisse Sachen einfach für selbstverständlich nimmt. Also man sagen, es wird auch in Österreich sagen, Frauen gesagt, jetzt regt es euch nicht auf. Wir hatten ja schon alles. Wir hatten eine Vizekanzlerin, die wurde von der FPÖ gestellt. Das ist auch irgendwie ein interessantes Phänomen, dass gerade bei den Rechten dann tendenziell eher die Frauen in die Führungspositionen kommen. Wahrscheinlich, weil sich auch viele denken, na, die kann man eh steuern. Und es gibt natürlich auch eine gewisse, sagen, eine gesellschaftliche Entwicklung der Individualisierung. Das heißt, es gibt nicht mehr, oder nicht mal sagen, es gibt weniger stark diese Sicht, es gibt Ungerechtigkeiten, strukturelle Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft. Das ist zum Beispiel, dass Frauen für die gleiche Arbeit immer noch weniger Geld kriegen, dass die nicht bezahlte Arbeit zu einem überwiegenden Teil an den Frauen lastet. Und da wurde auch den Frauen suggeriert und den Mädchen, ihr könnt eh alles werden, schaut's her, wir hatten vom öffentlichen Rundfunk, die Chefin war eine Frau, die Vizekanzlerin war eine Frau, es gibt Rennfahrerinnen, die Frau Schumacher, aber strengt es euch doch einfach an. Und so macht man aus einem strukturellen Problem, das man politisch bekämpfen muss, ein individualisiertes, wenn es nicht selber was wirst, bist gescheitert, bist ein bisschen unfähig, Mädchen. Ja. Danke. Das auf jeden Fall. Auch da große Zustimmung von meiner Seite. Wir haben übrigens in der Amadeo-Antonio-Stiftung einen ganzen Schwerpunkt zum Thema Gender. Sowohl was das ganze System der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit betrifft, als auch was die Analyse des Rechtsextremismus betrifft. Und das ist nämlich auch da interessant, inwieweit der Rechtsextremismus oder Rechtspopulismus Frauen einsetzt, um sozusagen Anschluss an die Gesellschaft zu finden,
Und ganz besonders bei den Hardcore-Nazis, wie Frauen da sozusagen instrumentalisiert werden, um in der Nachbarschaft und im Kindergarten, in der Schule und sonst wo Mitglied in den Elternbeiräten oder sogar Vorsitzende zu werden und in der Dorfgemeinschaft und so weiter Anerkennung zu finden und hilfsbereit zu sein, einen Kuchen zu backen und zu sagen, wie man es machen soll. Ja? Frauen werden auch im Rechtsextremismus immer sehen und unterschätzt, auch da. Und das wissen die Rechten und deswegen setzen die auf eine besonders perfide Weise auf Frauen ein. Ich finde das Thema Gender und Rechtspopulismus von der Seite der Frauen hier wahnsinnig interessant, deswegen arbeiten wir auch dazu. Aber es ist auch ein anderes Phänomen, um mal wieder die optimistische Seite zu drehen. Du hast gefragt, was machen wir falsch? Es kann ja nicht sein, dass wir alles richtig machen, die anderen machen alles falsch und so weiter. Die Frage ist was machen wir falsch, sondern was machen wir eigentlich richtig, dass die da so aufschreien? Ja, es ist ja, man kann sagen, es gibt strukturelle Probleme, aber sie sind zumindest bewusst und sie werden an einigen Stellen auch angegangen. Also gerade das Thema der Geschlechtergerechtigkeit, wir sind noch weit davon entfernt, aber zumindest sind wir nicht mehr in den 70ern und nicht mehr in den 50ern und auch nicht mehr in den 90ern. Das heißt also, es nähert sich sozusagen, die Einschläge nähern sich und die älteren Herren aus Sachsen, die wählen eben AfD, weil sie das nicht aushalten wollen. Und insofern ist es auch meiner Meinung nach eine Reaktion auf eine sich verändernde Gesellschaft im positiven Sinne. Es ist nicht schön, dass sie es machen, aber es ist eine Reaktion auch auf eine sich verändernde Gesellschaft. Und ich finde, deswegen sage ich ja, das sind Prozesse, die müssen wir durchziehen und da können wir jetzt auch nicht aufhören damit. Und die andere Frage, die hier war, AfD, wir haben sie sozusagen lange unterschätzt, da würde ich Ihnen beipflichten. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil solche Wahlerfolge immer aus einer Parteiperspektive gesehen werden. Wir haben in den 90er Jahren sehr frühzeitig, Sie sagten Hoyerswerda, Rostock, davor gewarnt, den Rechtsextremismus zu unterschätzen. Und wir haben gesagt, das lässt sich nicht an Parteivoten messen. Die Leute, die sympathisieren oder wenigstens vom Bauchgefühl sympathisieren mit den Neonazis, die gehen nicht und wählen die NPD, sondern die wählen eben, was gerade sozusagen ihre Stimmung ausdrückt. Das kann auch mal die Linkspartei sein oder die CDU oder auch die SPD. Also wenn Sie die Wählerinnen und Wähler befragen würden, die damals diese großen Parteien gewählt haben, würden Sie tatsächlich von denen sehr viele finden, die eine Einstellung haben, Gott sei Dank haben die jetzt die AfD, jetzt können sie so wählen. Ja? Die haben eben früher die anderen Parteien gewählt und wir haben immer davor gewarnt zu sagen, guckt nicht bloß nur auf die Wahlergebnisse, guckt euch an, wie die sozusagen die kulturelle Dimension dessen funktioniert, wie die demokratische Kultur vor Ort bestimmt ist, ob die Leute, die Bürgermeister oder was weiß ich, zulassen, dass die Migranten, die da kommen, an den Bahnhöfen sofort abgefangen werden und zusammengeschlagen werden, nach Hause geschickt werden. Ob das so ist oder nicht, da breitet sich was aus, was dann irgendwann auch mal sich in Wahlergebnissen... Echo, da war's. Und insofern haben Sie total recht. Und wir müssen darauf achten, dass wir das nicht nur... Insofern bin ich... Also es war so immer so ein bisschen ambivalent. Sind wir froh, dass die NPD in die Landtage kommt oder sind wir es nicht? Wir waren es insofern ab und zu, also in Sachsen und in Mecklenburg, weil dann auf einmal deutlich war, jetzt haben sie die 5% überschritten, jetzt ist es ein Thema. Ja? So, insofern ist der Wahlerfolg der AfD ein Grund, dass wir hier alle zusammenkommen und darüber reden. Insofern... Auch gut. Herr Oetsch, Metaebene. Also versuchen Sie auf der Metaebene diesem Kollegen oder dem Beispiel folgend das zu entkräften. Wie würden Sie das machen? Erstens einmal haben Sie völlig recht, Politik ist immer Inhalte. Ich brauche eine inhaltliche Position, die wird inhaltlich argumentiert. Mein Argument sind nicht keine Inhalte, sondern mein Argument war, wann ist ein Sachdiskurs dysfunktional? Und dysfunktional ist es in vielen Fällen in Bezug auf diese rechtspopulistischen Muster. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wir haben 2016 den Wahlkampf gehabt. Auf der einen Seite ein Ökonomieprofessor, der Herr Van der Bellen,
und auf der anderen Seite ein ausgewiefter, ein ausgefuchster Kommunikationstrainer, der Norbert Hofer. Der Norbert Hofer hat in der Öffentlichkeit, in den TV-Konfrontationen, den Herrn van der Bellen mit den perfidesten Vorwürfen überhäuft. Er hat gesagt, sie waren Kommunist, sie waren Spion, ich weiß nicht was alles. Die absurdesten Dinge. Und in dieser Konstellation hat van der Bellen den Fehler gemacht, dass er wortreich erklärt, nein, das war nicht so, weil und so weiter. Das heißt, er hat hier einen Sachdiskurs gepflogen und er hat es verabsäumt, auf die Metaebene zu gehen und gesagt, das ist Ihre Art, Politik zu machen. Den künftigen Bundespräsidenten überhäufen Sie mit den absurdesten Vorwürfen. Ich nehme darauf nicht Antwort, weil es ist eines zukünftigen Bundespräsidenten unwürdig. Das ist die Idee. Und im Grundsätzlich ist immer, ich brauche eine inhaltliche Position für Politik. Aber mein Hintergrund, ich habe sehr viele Leute trainiert bei den Grünen und ich habe viele Leute trainiert in der Sozialdemokratie, in der SPÖ. Und speziell bei der Sozialdemokratie, auch bei den Grünen, ist mein Befund, diese Leute haben zu viel Sachdiskurs, die haben zu viel kognitive Informationen und die brauchen eine Schulung dahingehend, wie gehe ich mit diesen Emotionen um? Und das, so ist es gemeint. Das heißt, das ist natürlich, das andere wäre vollkommen absurd. So ist das gemeint. Und das heißt, in Bezug auf die Muster, die wir im Detail beschreiben. Und das kann dann wieder sehr, sehr lustvoll sein. Und manche lachen ja, wenn sie das Buch lesen, weil es zum Teil ein bisschen auch witzig geschrieben ist. Das heißt, das Ziel ist Handlungsmächtigkeit und nicht Kaninchen vor der Schlange. Und nicht Kaninchen. Wann brauche ich die Metaebene? Und wann brauche ich die Inhaltsebene? Und immer Metaebene ist sinnlos, weil dann habe ich ja überhaupt keine. Und ich habe Ihnen jetzt inhaltlich geantwortet und nicht auf der Metaebene, weil das sinnvoll war. Ja. Gut, vielen Dank. Also das Buch kann man hier bei den Kollegen erwerben am Ende der Stelle. Ja, auch von mir. Vielen Dank für die interessante Diskussion. Also wir haben jetzt gelernt, die Populisten wissen, wie man Stimmen im Wahlkampf gewinnt. Sie können ihre Inhalte in der Oppositionsarbeit durchsetzen. Und jetzt ist meine Frage, wie können die Populisten denn regieren? Ich meine, das kündigt sich ja jetzt in Österreich auch an. Ich meine, Österreich hatte auch schon kurze Erfahrung mit. Ich meine, die FPÖ hat ja auch schon mal auf Bundesebene mitregiert. Glauben Sie, dass diese binäre Weltsicht jetzt noch von der FPÖ so weiter verkauft werden kann? Wie wird sich das verändern, wenn die FPÖ auch selber Teil der Elite ist? Ich meine, wir sehen jetzt auch gerade schon in den USA, inwieweit das trägt oder diese Kommunikationsstrategie halt auch nicht mehr funktioniert. Da würde ich gerne mal Ihre Einschätzung zu wissen. Vielen Dank. Dann habe ich auf der anderen Seite gesehen, also der junge Mann in der dritten Reihe und dann der junge Mann in der letzten Reihe. Dann haben wir ja, in der zweiten Reihe, aber er war später, ich habe es gesehen. Ich wollte nochmal auf die Zukunftsbilder zurückkommen, wenn es eine wesentliche Strategie sein könnte, mit Zukunftsbildern umzugehen. Ich finde, was man erlebt auf ganz unterschiedlichen Ebenen, im öffentlichen Diskurs, in Diskussionsrunden, Abenden, aber auch im Privaten, ist, dass man denkt, wir reden über Zukunftsbilder und man rutscht immer wieder zurück da rein, dass man über die AfD spricht, über den Rechtspopulismus. Also ich meine, auch mein Eindruck war, dass auch die sogenannte etablierte Politik gemeinsam mit den Medien fast mehr über Äußerungen der AfD gesprochen hat, als über die Zukunftsbilder. Das ist sicher verfälscht, weil ich glaube auch, da ist ja unglaublich viel Umgang mit dem Thema da. Aber ich frage mich so ein bisschen, also was muss sich dahingehend ändern, dass man an Zukunftsbildern arbeitet, wo vor allem viele Menschen sagen, da sehe ich mich. Wenn eine Partei sagt, Digitalisierung first oder digital first, ich glaube, da sehen sich viele Menschen nicht so. Aber was sind die Zukunftsbilder, an denen man arbeitet, wo eben viele Leute sagen, erstens, ich möchte da mitarbeiten oder in dem, was da arbeitet wird, da kann ich Teil von sein. Und das... Ich finde gerade nicht, wo das stattfindet. Ja, gute Frage. So, und dann die letzte Reihe, dann wieder zurück aufs Podium.
Zwei Sachen. Ich würde gerne der These widersprechen, dass wir die AfD unterschätzt haben. Ich finde, die AfD ist ein relativ neues Phänomen und die ist überhaupt noch nicht ausgeformt. Also sie ist gestartet, sicherlich auch als populistisch, aber als wirtschaftsliberale Partei gegen die Euro-Rettungspolitik. Und die hat quasi im FDP-Lager gewildert. Und das ist was völlig anderes. Deswegen ist die AfD, die FDP auch aus dem Bundestag geflogen als einen Grund dafür. Jetzt ist sie wieder da, weil die AfD eine andere Partei geworden ist und die häutet sich weiter, weil sie sich ja gerade wieder spaltet. Insofern, glaube ich, sollten wir uns jetzt nicht selbst kasteien, dass wir die unterschätzt haben. Ich glaube, die wurden relativ gut beobachtet von uns allen und auch von den Medien. Es gab, glaube ich, eher eine gewisse Ratlosigkeit, weil nicht absehbar war, wo der Laden hinläuft. Und der Gauland hat den Laden ja auch erst vor anderthalb Jahren oder so richtig dominiert, begonnen zu dominieren. Das Zweite ist, Frage an Österreich. In Deutschland, finde ich, kommt immer viel zu kurz, dass der Populismus in Westeuropa stark irgendwie, ich überspitze jetzt mal, mit dem Kreml verbunden ist. Auch die AfD ist Partnerorganisation des Einigen Russlands und meines Wissens auch die FPÖ oder zumindest die Jugendorganisation. Und ich habe mal den Begriff braunes Netzwerk gelesen, das im Kreml sozusagen den Spinnknoten hat. In Deutschland gibt es Populisten von links bis rechts, die sich auch über russische Medien wie Russia Today und so, selbst bis in die Grünen hinein, ist mir das schon vorgekommen, informieren, auch immer in diesem Elite-Bashing. Meine Frage, spielt das in Österreich eigentlich auch eine Rolle? Wir müssen diejenigen, die sich gemeldet haben, noch auf die letzte, die nächste und die letzte Runde vertrösten. Erstmal zurück aufs Podium und jeder kann die Frage aufgreifen, die man will oder Frau will. Meine Frage nochmal, also das, was die Dame links gesagt hat, es gibt ja diese Hoffnung gewissermaßen, die würden Sie ja schon selber auch entzaubern. Ich weiß nicht, ob Sie das gemeint haben, aber das könnte man ja dann so entwickeln. Die würden sich entzaubern, wenn Sie im Parlament erstmal sitzen, die würden sich entzaubern, wenn Sie an der Macht erstmal sind. Ist das eine Täuschung? Hat sich die FPÖ entzaubert? Ja, das ist eine totale Täuschung. Also zumindest, ich kann jetzt nur für die FPÖ reden. Das hieß es auch im Jahr 2000, als die FPÖ das erste Mal in die Regierung genommen wurde von den Konservativen. Da hieß es, die Konservativen sind die Drachentöter. Und wir werden sehen, in 2-3 Jahren hat sich das Phänomen Haider und FPÖ erledigt. Das war kurzfristig so. 2002 ist die FPÖ bei vorgezogenen Neuwahlen abgestürzt von 27% auf 12,6%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Im Jahr 2006 hatten wir dann zwei derartige Parteien. Das heißt, der entzauberte Drache hat zwei Köpfe bekommen, oder der getötete Drache stand wieder da mit zwei Köpfen, eben mit Jörg Haider mit seiner Partei und mit Heinz-Christian Strache, der die FPÖ übernommen hatte. Und vorbei war die Entzauberung, da waren sie wieder. Was jetzt konkret in Österreich sein wird, es laufen jetzt die Koalitionsverhandlungen, es dringt noch nicht wahnsinnig viel raus. Wir haben nur gehört, dass die FPÖ möchte jetzt ein Heimatschutzministerium einführen, was immer das auch sein soll. Das werden wir noch sehen. Da werden wir uns noch wundern, was alles kommen wird. Man kann aber auch als rechter Demagoge in einer Regierung sein und dieses Eliten Bashing und dieses Spiel wir gegen die anderen weitertreiben. Man braucht nur nach Ungarn zu schauen. Auch. Ja, also ich meine, sagen, da kämpft ein Mann, der an der Spitze der Regierung steht, gegen die böse Elite, die so böse ist. Die heißt halt George Soros. Da nimmt man wieder das antisemitische Motiv. Die sind da recht kreativ. In Österreich war es im Jahr 2000 zum Beispiel an der sogenannte nationale Schulterschluss, der gefordert wurde, wo damit Begriffen wie Volksverräter und Nestbeschmutzer gearbeitet wurde. Das heißt, wer die FPÖ kritisiert, ist ein Österreich-Vernaderer, also Österreich-Verräter, weil wir machen dann sagen, die Bösen, die dagegen sind, machen ja Österreich schlecht im Ausland. Das ist auch ein. Noch ganz kurz zu Russland. Tut mir leid, aber Sie haben recht, die FPÖ hat intensive Kontakte, der Front National zur Partei, einiges Russland. Ich würde meinen, das ist vor allem, weil Putin gemerkt hat, dass das die EU schwächt. Also
sagen, die, wenn diese Parteien in der Regierung sind, dann ist das schlecht für die europäische Integration. In Deutschland hat das AfD-Engagement und die AfD-Liebe zu Putin noch einen zweiten, ziemlich pragmatischen Grund. Sie haben eine Wählergruppe, die vielleicht ein bisschen vernachlässigt wurde, das sind die sogenannten Russlanddeutschen, von denen viele auch noch russischsprachiges Fernsehen sehen. Und wenn da dann AfD-Politiker vorkommen und zeigen können, wie russlandfreundlich sie sind, dann ist das nicht schlecht für sie bei den Wahlen. Das haben sie sich auch abgeschaut von der FPÖ, die das gemacht haben, schon seit einigen Jahren mit den serbischstämmigen Wählerinnen und Wählern in Österreich, wo die FPÖ ganz gezielt die umworben hat und dort auch sehr stark ist. Da würde ich nur kurz sozusagen aus meiner eigenen Einschätzung, ich würde das ist richtig, aber ich glaube, es spielen da viel mehr strukturelle Anknüpfungspunkte an Mentalitäten auch der Nicht-Russlandsprachigen, zum Beispiel in Ostdeutschland. Also ich glaube, das ist ein bewusster Versuch. Das eine schließt das andere nicht aus. Herr Oetsch, die Zukunftsbilder haben wir ja schon vorher angesprochen, ne? Also das wurmt noch die Leute. Das ist irgendwie, Zukunftsbilder sind ja da. Das ist ja so ein gesamtes Programm der Grünen in Deutschland, ist ein Zukunftsbild. Ja? Mut, Zukunft wird aus Mut gemacht. Ja, Zukunft. Aber irgendwie verfängt es nicht. Ja? Also vielleicht finden die Wähler sich nicht wieder in dieser Zukunft. Ich denke, das ist ja die Frage an einen Politiker. Das heißt, das ist die Frage, wie machst du letztlich Politik? Das können wir nicht. Wir sind keine Politiker. Ich bin Wissenschaftler und Nina Horacek ist Journalistin. Das muss man sozusagen sehr, sehr klar sehen. Konkret, das heißt, ich habe zwei Ideen dazu. Konkret habe ich mit Politikern und Politikerinnen gearbeitet in Bezug auf Zukunftsbilder oder Zielbilder. Und da war für mich immer die Idee, wir knüpfen an Werten an. An Wertpositionen, das heißt auch an Konzepte eines guten Lebens, an Konzepte von hoher Lebensqualität und entwickeln das dann in einem bestimmten Bereich, also zum Beispiel was weiß ich, Arbeitsmarkt oder irgend sowas und aus dem kann man dann sozusagen ein Zielbild oder Zukunftsbild entwickeln. Vielleicht ein allgemeiner Aspekt dazu. Die Idee von Zukunftsbildern ist ja nicht, die Zukunft zu bannen, das ist ja unsinnig. Weil die Zukunft ist die Zukunft. Die Zukunft ist völlig unbekannt und morgen kann ein Terrorattentat kommen, morgen kann der Vulkan ausbrechen, morgen kann eine neue Wirtschaftskrise kommen, morgen können noch viel mehr Immigranten, nobody knows. Das heißt, wir leben immer nur in der Gegenwart. Ein attraktives Zukunftsbild hat für mich die Funktion, in der Gegenwart Mut zu machen. Das ist der Gedanke. Das heißt, in der Gegenwart die Stimmung zu erzeugen, wir können das schaffen. Das ist der Gedanke. Das heißt, auf einer allgemeinen Ebene könnte ich es nicht sagen. Ich müsste sagen, es müsste sich dann narrativ verdichten und man bräuchte auch neue Begriffe dazu. Ja, aber Zum Beispiel, muss ja die Leute abholen. Das ist das Problem. Aber das ist die Art, das können wir nicht sagen, wir sind keine Politiker. Jetzt möchte ich trotzdem noch zu der Dame da drüben sagen. Es hat zwei Momente. Erstens, wenn die Populisten an die Macht kommen, sind sie in einer Krise, weil die Heilserwartungen können nicht erfüllt werden. Das ist das eine Moment, siehe Donald Trump. Das zweite Moment ist, wenn sie an der Macht sind, haben sie die Macht, ihr Bild der Gesellschaft realer werden zu lassen. Es wird homogener. Das heißt, diese Homogenisierung passiert nur dadurch, dass ich immer mehr Sündenböcke schaffe. Das heißt, es ist gleichzeitig eine Möglichkeit der Umgestaltung der Gesellschaft. Und für uns, wir haben einen Querschnitt gehabt, also dieser ganze Raum, Trump weg bis Polen. Und ich habe diesen Querschnitt auch als Linksschnitt verstanden. Was droht der Gesellschaft, wenn diese Leute an Macht bekommen? Und das schlimmste Beispiel ist für mich Ungarn. Und wie wird in Ungarn Politik gemacht? Nur zwei Sätze. Eine sinnlose Plakatwelle von der Regierung jagt die nächste und eine sinnlose Volksabstimmung jagt die nächste. Das heißt, es geht darum, dauernd ein Erregungsniveau zu produzieren
Und jetzt steuern sie drauf auf einen Konflikt mit der EU. Und letztlich, was bei denen droht, ist letztlich das Großungarn. Also, es wird irgendwann einmal die Kriegskarte gespielt werden können. Das heißt, das sind die zwei Momente. Das eine, die Armut ist ungeheuer hoch in Ungarn. Wie verbergen sie das? Und gleichzeitig, wie kann ich sozusagen aufgrund meiner Machtmittel, die ich jetzt habe, alles ist kontrolliert, immer eine Erregungsgeschichte nach der anderen in einer eskalierenden Spirale produzieren. Und das ist die Gefahr. In dem ganzen Ding ist eine Eskalationsspirale drinnen. Und in Ungarn kann man es am besten sehen. Und in Ungarn gibt es kaum Widerstand. Okay, ich weiß, ich nicht zu lang. Es gab eine Bemerkung von Ihnen vorhin, glaube ich, noch, die ich noch mit aufnehmen will, nämlich die Rolle von Unternehmen. Ich glaube, dass Unternehmen in Deutschland eine ganz wichtige Rolle spielen können und auch von uns allen dazu ermutigt werden sollen, das zu machen. Also die sind interessiert an interkultureller Kompetenz, die sind interessiert an Standortvorteilen für Internationales. Die haben sehr viele Interessen, die mit der Zivilgesellschaft durchaus kompatibel sind, und deswegen sollten wir nicht vermeiden, sondern eher im Gegenteil auf Unternehmen zugehen, um an der Stelle uns auch als Zivilgesellschaft weiterzuentwickeln. Das war nur eine Restbemerkung von vorhin. Was die Zukunftsbilder betrifft, würde ich sagen, das ist nicht so sehr nur eine Vermittlungsfrage, es ist auch eine Vermittlungsfrage. Manche Plakataktionen der Grünen fand ich viel zu hohl. Es geht um eine viel deutlichere und, sagen wir mal, konkretere Erklärung dessen, was Zukunft ist. Und auch wenn dir das nicht so gefällt, wegen der Abkürzungen, ja, wir müssen weiterarbeiten an Emanzipation, emanzipatorischen Bemühungen von Minderheiten. Das haben wir ja jetzt mit der Ehe für alle und so weiter. Das sind wichtige kulturelle Schritte, wichtige kulturelle Erfolge. Das dann auch in der Lebenswirklichkeit von Leuten, das ist dann erst das Gesetz und dann kommt es in die Lebenswirklichkeit von Leuten, die selber nicht betroffen sind, sondern sekundär betroffen sind. Ganz, ganz wichtig. Bildung, Infrastruktur und lokale Beteiligung. Das sind Sachen, die gemacht werden müssen mit einem klaren Bezug zu Haltungen, die demokratische Werte von Inklusion beinhalten. Also nicht Inklusion im Sinne von Inklusion von Minderheiten, nicht nur von Behinderten, sondern von Minderheiten. Und die Westbindung. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Auch die Frage der, selbst in Zeiten von Trump, nicht vom Transatlantischen wegrücken, sondern selbst in Zeiten von Trump zu sagen, wir stehen zu dieser Form von demokratischer, offener Gesellschaft. Das ist sozusagen das Pro-Westliche weiterhin zu stärken und nicht in diese Art von kulturpessimistischer Falle zu fallen, zu sagen, das ist alles scheiße und der Trump hat uns jetzt noch den Rest gegeben und deswegen wenden wir uns als neue Mittelmacht dann wieder den Russen zu oder sowas. Das darf auf keinen Fall passieren, das ist ganz, ganz wichtig. Also bei aller Kritik am westlichen System, bei allen Kritiken, die die Folgen von westlichen Systemen sind, dürfen wir nicht vergessen, dass das eine hohe zivilisatorische Errungenschaft ist. Und deswegen sind wir verpflichtet dazu, das auch auf diesen lokalen, in allem, was wir tun, auch immer wieder zu verteidigen. Und es ist keine Blase, sondern es ist was ganz Konkretes. Und da kann ich nur ermutigen, davon nicht abzulassen. Mhm. Danke. Also, war die Dame schon lange dran. Wir nehmen jetzt nur drei Fragen, bitte kurz. Ja, bitte kurz drei Fragen, weil übernachten wollen wir hier nicht. Obwohl das Thema so erregend ist und, ne, wer war das? Also. Das sind eigentlich keine Fragen, sondern eher Anmerkungen. Einfach reinsprechen, ein bisschen. Okay. Also zum Ersten vielen Dank für den Vortrag, das war echt sehr interessant. Was ich ein bisschen faszinierend finde, ist, dass man hier Populismus komplett abgetrennt von Rassismus diskutieren kann. Ich glaube, was wir alle einfach unterschätzen oder was wir uns irgendwie nicht eingestehen wollen, ist, dass es halt einen riesengroßen Anteil an Alltagsrassismus gibt und gab, schon immer, also in den 60er Jahren
war der größte Anteil an Neonazis oder Altnazis im universitären Bereich, und die sind ja nicht irgendwie, die haben sich nicht in Luft aufgelöst, die haben alles, ihre ganze Ideologie weitergetragen, und davon leben wir auch heutzutage. Und nicht, also eben im Endeffekt ist ja auch die politische Landschaft ist ein Spiegel der Gesellschaft, und das ist in den USA so, sowie in Deutschland, in Österreich, egal wo, es gibt einfach ganz, ganz viel ganz alten historischen Rassismus, der ganz tief in uns allen drinsteckt, und das ist echt ein Problem, glaube ich. Und das ist eigentlich ein Problem, über das wir reden sollten. Und dann des Weiteren ist ja auch Populismus, ist ja einfach nur einfache Antworten auf extrem komplexe Lebensrealitäten. Die Welt ist einfach sehr komplex geworden und viele Leute verstehen es nicht. Und die Politik ist auch irgendwo gescheitert. Also meiner Ansicht nach hat die Politik in ganz vielen Bereichen versagt und hat Interessenpolitik betrieben, gerade wirtschaftliche Interessenpolitik. Und wenn man sich die Videos anschaut von gerade Ostdeutschen, wie die mit Hass irgendwie ins Video reinschreien, also das hat ja irgendwie einen Hintergrund. Und ich bin aber auch trotzdem dagegen, muss ich ehrlich sagen, Schuldige zu suchen und sagen, die Osteuropäer und die Ostdeutschen, weil die AfD ist genauso stark in Baden-Württemberg, da wo ich herkomme, die haben einfach einen riesengroßen Nährboden, weil die Menschen einfach rassistisch sind. Und das ist, und dann kommt die Globalisierung dazu und sie wissen einfach nicht so genau, wo man jetzt andocken soll, und dann ist dann auch eine unfassbare Ungerechtigkeit. Und natürlich ist es halt so ein typisch deutsches Phänomen, das ja auch nach oben gaffen und nach unten treten. Und ich glaube, dass einfach, dass diese Fragestellungen wirklich viel komplexer sind, als wir sie versuchen hier zu antworten, weil wir alle wissen, mit Informationen und Argumenten und Fakten kommt man da nicht weit. Das sind halt einfach Vorurteile und ja, tief eingesessene Vorurteile. Danke. Die Dame, die da steht, rechts mit dem Schal. Ja. Vielen Dank. Ich will meiner Vorrednerin gar nicht widersprechen, da hat sie bestimmt recht mit der Komplexität, aber ich würde trotzdem ganz gerne konkret werden und zwar zwei Sachen ansprechen. Zum einen nämlich diese Ambiguitätstoleranz, die Frau Kahane angesprochen hat. Es gibt tatsächlich an Grundschulen Programme, die genau das trainieren heutzutage, wo Schüler wirklich ab dem Alter von 5,5 Jahren lernen, wie man über Probleme spricht, wie man nachvollzieht, wie andere Menschen Dinge empfinden und wie man sich auch Menschen dazu holt, die einem helfen, Konflikte zu lösen. Allerdings sind das meistens Programme, die von extern angeboten werden und die kosten dann Geld. Das heißt, ob die Kinder in den Genuss kommen von so einem Training, hängt meistens davon ab, wie engagiert die Lehrer sind, wie viel Geld die Schule auftreiben kann, um so ein Programm zu machen. Wenn das flächendeckend eingeführt werden würde ins Curriculum, dann wäre da bestimmt schon sehr, sehr viel geholfen. Und das andere, was ich ansprechen möchte, ist auch so diese Lokalisierung, die auf dem Podium auch diskutiert wurde, dass Menschen tatsächlich konkret in ihrem Lebensalltag das Gefühl haben, sie haben die Kontrolle über ihr Leben. Und diese Lebensbilderdiskussion, die ist mir selbst persönlich auch ein bisschen zu abstrakt, weil es gibt ja tatsächlich Wege und Mittel und ganz konkrete Instrumente in der Gemeinschaftsbildung, wie man in Gemeinden hineingehen kann und da wirklich abschöpfen kann, was die Menschen bewegt. Und daraus Programme stricken kann, die Menschen zu befähigen, selber zu gestalten, was sie wirklich im Innersten bewegt, und zwar mit der gesamten Gemeinschaft. Und leider sitzt jetzt tatsächlich kein Politiker auf dem Podium, den ich da anprangern kann und sagen kann, da muss Geld rein, da muss Zeit rein und Energie rein. Aber das ist tatsächlich möglich. Im Ausland, in der Entwicklungspolitik wird das teilweise gemacht, sehr erfolgreich. Ja. Vielleicht können wir auch im eigenen Land ein bisschen Entwicklungspolitik betreiben. Ich hoffe, dass die gesamte Arbeitsgruppe Bildungspolitik vor unserem Livestream sitzt, bei der Koalitionsverhandlung und diese Rede auch zugehört haben. Aber es hört sich so an, als stünden wir vor einer gewaltigen Bildungsherausforderung, weil das, was Sie aufgezählt haben, ist nicht nur ein kleines Problemchen mit ein paar Programmen, sondern da müssen wir gewaltig intensivst hinein auch investieren und Ideen haben. Der junge Mann, den ich vorher nicht drangenommen habe, in der zweiten Reihe. Ja, also bei uns muss auch Gerechtigkeit im Alltag sein. Sehr gut, ja. Es ging nochmal um die Frage, was können wir tun, und das Thema, wie debattiert man, wie diskutiert man. Für mich stellt sich viel eher die Frage, wo ergeben sich denn überhaupt solche Diskurse? Also wo kommen denn wirklich mal Leute zusammen aus diesen unterschiedlichen Lagern? Ich glaube mittlerweile, und die USA sind da glaube ich das beste Beispiel, ist die Polarisierung
so groß geworden, dass da eigentlich fast zwei komplett voneinander losgelöste Diskursräume entstanden sind, die sich auch sogar geografisch in den USA schon widerspiegeln. Das heißt, es kommt überhaupt nicht dazu, dass man sich mal in einen Diskurs ergibt, wo man vielleicht Leute aufklären könnte oder wo man Leute entblößt oder bloßstellen könnte oder wie auch immer. Und ich glaube, insofern können wir viel darüber reden, so was denn so Strategien wären. Und jetzt zum Beispiel sowas, Donald Trump hat immer noch 90% Befürworter unter den Republikanern. Das heißt, wir sehen das alles wie so ein, es geht ja alles in den Bach runter und die sehen das, ja, es läuft doch alles super perfekt und genau in unserem Interesse. Das heißt, dort sind wirklich zwei komplett voneinander losgelöste Lager entstanden und ich glaube, das wird sehr schwierig, die zu überbrücken. Vielen Dank. Jeder und jede auf diesem Podium hat jetzt 3 Minuten Zeit jeweils, um alle Fragen zu beantworten und uns möglichst auch noch ein politisches Programm zu entwerfen zur Bildung. Fangen wir mit Annette an. Da war ja auch die spannende Frage mit Rassismus und Populismus. Das würde mich auch interessieren. Vielleicht könntest du darauf reagieren. Denn vieles, was Professor Oetsch erzählt hat und beschrieben hat, habe ich mir gedacht und dachte, naja, das ist ja bei Rassismus, bei Antisemitismus, bei Fremdenfeindlichkeit ja auch nicht viel anders. Da ist ja auch andere und wir und dann werden Sündenbock konstruiert und so weiter. Ich verstehe nicht, was der Unterschied überhaupt ist. Warum reden wir denn jetzt überhaupt über diese Populisten? Und vielleicht müssen wir über Rassismus sprechen. Ja, wir müssen über Rassismus sprechen. Rassismus ist Rassismus, Antisemitismus, das sind die Betriebssysteme für alle diese Fragen. Das ist ganz klar. Wenn wir das, wenn wir an der Stelle nicht weiterkommen, dann kommen wir mit den anderen Sachen auch nicht weiter. Insofern kann ich da nur total zustimmen. Es gibt ein paar Synonyme oder ein paar Bedingungen für Betriebssysteme, auf denen das läuft. Wenn die gegeben sind, dann fährt sich das fast von alleine. Insofern ist die Arbeit, die wir entwerfen müssen, auch für die Zukunft oder weiter stricken müssen, da wo sie gut ist, auch an diesen Bereichen weiterzuarbeiten. Wir können das nicht einfach bloß hinsetzen und stehen lassen. Ich weiß aus der Arbeit aus Ostdeutschland, die wir mit den Schulen gemacht haben, mit Schule und schulischem Umfeld, dass man durchaus mit Kindern, Jugendlichen, auch mit Lehrern machen kann, um dieses zu minimieren, also um da wieder runterzukommen, um Erfahrungen, da gibt es eine ganze Reihe von Theorien und von Praxiserfahrungen und so weiter, die müssen wir weiter anwenden. Das ist es gar nicht nötig, an allen Stellen was Neues zu erfinden. Es gibt viele Dinge, die funktionieren und die gut gehen und die auch schon Erfolg hatten. Und die müssen wir weiter treiben. Für eine neue Bundesregierung würde ich mir wünschen, also soll ich mir was wünschen für die Bundesregierung? Ja, dann in die Kamera da. Wir brauchen ein Bürgerministerium. Eins. Wo wir alle diese Fragen von Engagement, Bildung, Infrastruktur, all dieses lokale Engagement, was in Richtung Demokratieentwicklung geht, bündeln können. Wo wir auch diese ganzen Programme, die wir genannt haben gegen Rechtsextremismus oder für Demokratie, Demokratie leben und so, die gehören nicht ins Jugendministerium, in ein Jugendministerium oder in irgendein anderes, sondern die gehören sozusagen in ein Ministerium, das sich mit bürgerschaftlichem Engagement beschäftigt, ohne dass es darauf verzichtet, politisch zu sein, also im Sinne von politischen Standards zu sein. Das ist ganz wichtig. Das würde ich mir wünschen. Und dazu müsste auch gehören, dass man sich genauer anguckt, wie das ist zwischen das Verhältnis zwischen urbanen Gesellschaften und Gesellschaften im ländlichen Raum. Mhm. Und da ist auch das ganze Bildungsthema nochmal von größerer Bedeutung, das Thema von lokaler Mitbestimmung auch. Mhm. Also ich kann jetzt nur Stichpunkte nennen, ja. Das ist... Ich weiß, es geht, ja. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel zu tun, aber wir haben auch sehr gute Instrumente. Und diese Instrumente müssen wir nutzen. Ambiguitätstoleranz bei Kindern zu erzeugen, ist eigentlich Aufgabe der Schulen und nicht von irgendwelchen externen Trainern. Und deswegen ist zum Beispiel in der Lehrerausbildung und in der Lehrerfortbildung das ein ganz wichtiger Punkt. Gut, vielen Dank. Nina, okay, Sie wollen gar nicht, oder? Ja, okay. Das mit dem Alltagsrassismus, Madame, das mit dem Alltagsrassismus ist richtig. Ja? Die Frage ist, wie kann sich das gesellschaftlich, politisch wirksam artikulieren? Es gibt ja diese schönen Untersuchungen Heidmeier und Zick,
wie sich die Einstellungen der Deutschen verändert haben. Und der hat ja einen schönen Begriff, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und für mich wäre der Rassismus wär eine Demagogie in Bezug auf körperliche Merkmale. So könnte man es vorläufig definieren. Und interessant ist ja, der Befund von Heidmeier ist, dass bis 2006 so etwas die Zustimmung zu rassistischen, antisemitischen und so weiter Aussagen in der deutschen Bevölkerung gesunken ist. Und die Frage wäre, warum steigt es seither an? Und ich würde wirklich sagen, wir müssten die Krise 2008 reflektieren. Und das heißt, wir müssen auch über einen Themenkomplex reflektieren, der heute nicht Gegenstand war. Das heißt, wir müssten über Kapitalismus reden, wir müssten über bestimmte Formen des Kapitalismus reden. Und wenn ich sage ökonomisierte Gesellschaft, dann meine ich eine vom Marktdenken gedrängte Gesellschaft. Und genau, das kann man auch machen. Kolonialismus. Dann sind wir in diesem Komplex. Und das ist natürlich, das ist kompliziert, weil es dann genau um diese großen Fragen der Transformation der Gesellschaft geht. Mhm. Und Ambiguitätstraining, partizipative Demokratie, wie kann man die Lagerbildung, wichtig ist, wie geht das? Ja? Wichtig ist nicht die Dämonisierung und nicht diese Umdrehen, sondern wie kann man ins Gespräch kommen, im Großen und wie im Kleinen. Ich mache interessanteste Trainings. Ich mache zum Beispiel Trainings für Betriebsräte. Für Betriebsräte. Für Leute in der Gewerkschaft. Und die haben ja immer dann ihre Kollegen und Kolleginnen. Und da mache ich dann zum Beispiel solche Gedankenspiele. Ja? Eine kommunikative Situation und jemand spielt die FPÖ und jetzt sage ich, wie würdest du dich dieser Person gegenüber verhalten, wenn du die Einstellung hast, diese Person ist ein ungeheuer wertvoller Mensch. Das heißt, auf der Personenebene ist das ein absolut eine integre, gute Person. Sie wurde verführt, sie hat auf der Verhaltensebene macht sie das Falsche, sie hat ein falsches Denken. Und das heißt, und manchmal ist es absolut entlastend, man sagt, aha, das könnten wir auch machen. Mhm. Und das ist natürlich jetzt keine politische Anleitung, weil das ist auf der Ebene der persönlichen Kommunikation. Ja. Und nur auf der Ebene der persönlichen Kommunikation können wir keine strukturellen Probleme geben. Ja. Aber es gibt einen ersten Schritt für Leute, die unter dieser Feindseligkeit leiden und nicht wissen, wie man das durchbrechen kann. Und die letzte Frage an noch Nina Horacek, Moment, weil da ging es um sozusagen Runterbrechen von der Komplexität. Wie kann man das? Ne? Ist das nicht ein Problem? Ist alles zu komplex? Wir brauchen alles vereinfacht. Und ich Journalistin bin die Vereinfacherin. Nein, das weiß ich nicht. Aber kann man das überhaupt runterbrechen? Also ist es nicht eine Sisyphus-Aufgabe, die wir gar nicht schaffen können, weil die Komplexität ist komplex und immer wenn man es herunterbricht, rutscht man heutzutage in so einen medialen Populismus herunter. Ja? Da braucht man N24 zu gucken oder sonst was nachts da läuft. Das ist ja alles so dermaßen unterkomplex. Ich glaube aber, dass Medien genau übrigens das eins der Probleme ist, dass man lange Zeit gesagt hat, das Politik ist so komplex, wir machen das für euch, ihr versteht das eh nicht, ihr Kleinen da unten. Und das halte ich für einen Fehler. Also genauso wie auch in Österreich oft gesagt wurde, ja nur die Dummen wählen die FPÖ oder nur die Armen wählen die FPÖ, das ist einfach falsch. Und ich würde auch behaupten, dass jemand, der wenig Geld hat, deswegen nicht automatisch nicht in der Lage ist, komplexere Dinge zu verstehen. Und natürlich ist die Welt groß und es leben viele Menschen da und es gibt viele Sachen und man kennt nicht alles, aber man kann die Welt schon verstehen. Das ist eben nicht so, dass es alles unverständlich wäre. Also ich glaube, man kann Sachen auch einfach erklären, man kann Sachen klar erklären, ohne sie deswegen zu verfälschen. Das sollte das Ziel sein, auch von Politik und auch von Journalismus. Noch ganz kurz am Schluss zu den zwei losgelösten Diskursräumen. Sie haben vorher gesagt, in den USA sieht man das ganz klar sozusagen, es ist einfach eine Trennung und die reden nichts mehr miteinander. Wir hatten in Österreich auch dieses Gefühl, besonders nach dem Bundespräsidentschaftswahlkampf. Also Österreich besteht nur mehr aus zwei Lager, wie furchtbar, ein Riss geht durch die Gesellschaft. Es gab dann eine sehr gute und aufschlussreiche soziologische Untersuchung eines Instituts,
AfD mit einer sehr breiten Umfrage das abgetestet haben, auch die sagen, wie stehen die Österreicherinnen und Österreicher zum Themenkomplex Flucht und Integration? Und die haben eigentlich auch erwartet, es gibt auf der anderen Seite die sagen, alle raus, wollen wir nicht wiedersehen, Grenzen zu und aus damit. Und die anderen, die sagen, alle zu mir nach Hause, Refugees welcome, die sollen jetzt bei mir zu Hause am besten in meinem Bett wohnen und ich schlafe in der Badewanne, weil ich bin so nett. Rausgekommen ist, es gibt einen sehr, sehr kleinen Teil, die wirklich sagen, raus, Tür zu, Wiedersehen. Und es gibt einen sehr kleinen Teil, die sagen, alle rein, Türen auf und Grenzen brauchen wir nicht. Der überwiegende Teil der Österreicherinnen und Österreicher, die da befragt wurden, haben gesagt, ja, aber. Das heißt, die haben sagen, zwei Seelen in ihrer Brust. Die eine sagt, wir wollen Leuten helfen, denen schlecht geht. Wir wollen Leuten helfen, die geflüchtet sind. Wir sehen das als unsere Aufgabe. Das ist wichtig. Das ist uns wichtig. Aber wir haben Angst. Wir wissen nicht, was das bedeutet. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Schaffen wir das? Ist uns das nicht zu viel? Das heißt, das sind zwei Seelen in einer Brust. Und die Frage ist natürlich, welche von den beiden spricht man an? Gibt man den Leuten das Gefühl, ja, es ist eine Aufgabe, aber wir schaffen es gemeinsam. Schau, was wir schon alles geschafft haben. Wir haben eigentlich auch die Jugoslawien-Krise doch gemeistert. Wir haben viele schon gemeistert in diesem Land. Wir können was. Und wir müssen halt irgendwie alle anstrengen, die kommen und die da sind. Oder wir verstärken dieses Gefühl und sagen, du fürchtest dich, zu Recht, aber du weißt gar nicht, wie schlimm es wirklich werden wird. Und wovor du dich fürchtest, ist noch gar nichts. Und da, denke ich mir, ist die Aufgabe. Und das gibt aber auch ein bisschen Mut, damit wir nicht nur alle in die Traurigkeit entlassen. Das soll jemand sagen, auf diesem Podium gibt es keine Politiker. Also ich fand das jetzt wirklich fast schon politikerreif im positiven Sinne, inklusive diese Botschaft am Ende. Es wird alles gut, aber wir müssen daran arbeiten, alle gemeinsam. Vielen Dank für eure und ihre Geduld. Ja, und ganz großer Respekt auch an das Publikum, nicht nur an das Podium, dafür, dass hier so aufmerksam und so respektvoll die Diskussion verfolgt und geführt wurde. Ich wünsche Ihnen euch einen schönen Abend. Ich bedanke mich bei Claudia Rothe und bei Florian Kommer, die das maßgeblich Veranstaltung organisiert haben, bei unseren Technikern. Vielen Dank für die Überziehung, sorry. Und es gibt unten Wasser und Brot. Ja, also wir können die Diskussion auch da unten fortsetzen. Kommt wieder zu uns, wir machen immer wieder solche Veranstaltungen und vergessen Sie bitte nicht, die Kreuzchen auf den Fragebögen zu machen. Schönen Abend.